165, ne? Yes. Erst aufmachen, wenn die Aufnahme läuft. Ach, jetzt hast du das Brustgeräusch. Mach nicht. Ich muss nicht so viel anfangen. Ich hab's schon gedacht. Okay, gut. Geht's los? Mhm. Okay. Okay. Ich sag Prost, die Damen, Prost, die Herren. Prost, Prost. Die Hunde. Prost, die Hunde. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 265. Indeed. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz. Und vielen Dank an dieser Stelle. Genauso vielen Dank an das Klebemonster und an unsere Flatterer und unseren Patreonistas. Wir haben den 19. Juli 2016. Wir befinden uns in einem sehr kleinen Innenhof im alten AKH. Hof 6, glaube ich. Hof 6. Und ja. Mhm. Ah, ich schaue noch mal. Wir nehmen nicht auf. Doch. Nichts passiert. Es ist Nummer 8, aber macht nichts. Hof 8. Ja, da steht's. Ah, okay. Also? Punkt 1. Ah, okay. Ist das nicht der Hörsaal? Nein, das ist der. Naja, aber die Hörsäle sind drauf, den Hofen. Okay. 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 Wenn sie nur irgendeinen Sinn macht. Heute sind hier der Harry, Gregor, Anna, Stefan, Patricia, Susanne, Dennis und Horst. Sophie und Fanny. Zwei Hunde, okay, die sich noch nicht geäußert haben. Dann schreit man zum Teaser. Mhm. Sagt jeder, was er, worüber er reden will, nur in Kürze sagen. Es geht einmal herum. Ich kann anfangen, ich habe einen Artikel geschrieben über Python-Programmierung. Das war alles. Eine Wochenleistung. Okay. Ich bin noch nicht mit meinem Erdnusseis fertig, aber ich kann überall mitreden. Und wir reden über, und wir reden über Vikings. Endlich! Warst du nicht im Kino auch? Ich war auch im Kino und ich habe auch 20 Filme gesehen, aber wir können über alles Mögliche reden. Ich bin für alles zu haben. Super. Ja, ich habe ganz viel Content mir gegönnt. Ich kann reden über Far Cry 3, über Far Cry 3 Blood Dragon, yeah. Über Brothers, unsere Gäste verfallen zunehmend. Genau, Brothers, A Tale of Two Sons, über den Film The Lobster und vielleicht über das Comic Preacher und die dazugehörige Realserie. Ja, ich beschränke mich heute auf Kleinigkeiten. Ich habe was über über Schokoladengeschenke und Passwörter und was mit, wie nennt man das jetzt? Sag mal Kunst. Und dir wurde kein Dreirad gestohlen oder so? Nein, ich bin heute zu spät, weil ich vergessen habe, dass ich ein gestohlenes, also kein Fahrrad habe. Oh. Ja, ich vergesse es immer wieder. Mein Fahrrad hatte einen Platten. Ich erzähle vom Postbus in Sitten und vom Schiffswehebewerk in Falkirk. Ja, warst du unterwegs, oder? Nein. Hast du? Du weißt das einfach. Wir sind beim Teaser, wir sind okay, kurz. Okay. Und ich höre einfach nur zu. Mhm. Okay, was hast du erzählst? Ja, mein Gott. Ich bin total unvorbereitet, stelle ich fest, weil hier. Aber du hast ja eine reiche Lebensgeschichte. Also ich habe eine reiche Lebensgeschichte. Ich kann von allem Möglichen erzählen. Also von dem, was ich jetzt mache. Mhm. Ich beschäftige mich mit Beastmilch, das ist die Kolostralmilch. Das ist eine Substanz, altes Naturheilmittel, das wir eigentlich in Zeiten wie diesen, wo wir so viele Zivilisationskrankheiten haben, wie Allergien und ich weiß, also Autoimmunerkrankungen, die manchmal, wenn es ein wunderbares Heilmittel ist, das mache ich und versuche dem einen Markt zu machen, das ist das eine. Und ich kann auch dann noch dazu sprechen, wie man als Pionier überhaupt sowas und von null auf irgendwas überhaupt schaffen kann, weil es gibt heute kaum mehr Dinge, die nicht schon da sind. Ja, und ich rede über Wurstzipfel, ein Buch, mit jede Menge seltsamen Angewohnheiten. Schlecki Silberstein, ich kann keine Wurstzipfel essen. Okay. Okay. Du, Anna, freut sich. Mir fällt gerade ein, dass ich schon mal von dem Buch gehört habe und mir dachte, das müsste man ja lesen. Danke, dass du es für mich gelesen hast. Nein, ich habe es nicht gelesen. Ach so. Ich kann nicht lesen.
Ich habe es mir vorlesen lassen. Okay, okay. Mhm. Möchtest du noch den Teaser irgendwie abschließen? Nein, ja, das war der Teaser. Okay. Eigene Sendung. Ja. Haben wir Termine zum Verlesen? Oder? Laut Liste nicht. Okay. Feedback haben wir auch keins bekommen. Gibt es auch nichts zum Verlesen. Und Freitag haben wir wieder ein Friday Night Skating. Werde ich leider nicht dabei sein. Und ich werde mit einem geklauten Fahrrad. Dreigang Citybike vermutlich mit. Ich bin ja letzte Woche nicht mitgefahren, aber das geht mir ab. Und die Citybikes gibt es ohne Gangschaltung und mit Dreigangschaltung. Also ihr werdet beide beim Friday Night Skating sein. Yep. Ja, ich habe es tatsächlich inzwischen schon ausprobiert und eigentlich ist es super cool. Die Räder sind halt. Termine. Hallo. Schwierig. Da haben wir eh keine, also haben wir keine mehr. Also besser. Ah, eins habe ich noch. Die FSFE macht ein Summit in Berlin in der ersten Septemberwoche. Ein europaweites. FSME? FSFE. Das ist nicht die Zeckenkrankheit, sondern. Die machen hier auch ein Fest. Ja. Aber das ist, also in Berlin wird das so. Mhm. Erstmals angeblich ein europaweites. Ich bin fertig. Ja, dann gehen wir wieder. Danke. Wie war das mit den Radeln? Also das ist genau, sprich erfolgreich. Die Radl, ja, ich habe es erstens ausprobiert, erfolgreich, und es geht einfach so, also es ist so super simpel, sich da zu registrieren. Ich habe es online gemacht, muss man aber nicht online machen, kann man auch vor Ort direkt machen mit einer Kreditkarte, wenn meine hat, genau. Und man kann sich auch eine Nutzerkarte zuschicken lassen, damit man nicht mit der Kreditkarte hantieren muss, falls mal jemand ist, der Karten gerne mal verliert oder so. Kann man sich. Und es kostet 1 Euro Registrierungsgebühr, einen einzelnen. Und die erste Stunde, das hast du schon erzählt, die ist kostenfrei. Wenn man das Rad innerhalb von der ersten Stunde dann wieder in so eine Station reinstellt, dann kostet es gar nichts, was mich sehr begeistert. Die Räder sind so gemacht, dass wirklich jeder damit fahren kann. Das heißt aber, die sind sehr stabil, sie sind furchtbar schwer, sie haben eine Rücktrittsbremse und sie haben entweder gar keine oder eine Dreigangschaltung. So eine. Naja, sagen wir mal so, ich bin vorher mit dem Mountainbike gefahren und ich habe mir also schon speziell für meine Größe, bin ja nicht so groß, hatte ich eins, und es ist schon, es tut ein bisschen in der Seele weh, wenn man von einem Mountainbike was auf seine persönliche Körpergröße und dann irgendwie mit dann doch mehreren Gängen und so, es ist schon anstrengend zu fahren. Also ich habe es tatsächlich gemerkt, dass ich bin die gleiche Strecke bis jetzt gefahren, wie ich halt sonst auch fahre, und ich merke, dass es einfach anstrengend ist. Aber es ist eine super coole Sache. Und, also bist du jetzt Citybike-Nutzerin? Ich bin jetzt Citybike-Nutzerin, wobei ich merke, dass ich mehr zu Fuß gehe, und zwar gerade die Strecken, wo man so schwer denkt, sind die, hier so Bergen auf. Ach, ich weiß jetzt nicht so echt. Ich wollte nicht komplett verschwitzt irgendwo ankommen. Nee. Das gehe ich dann lieber zu Fuß, aber im Prinzip, solange bis ich jetzt ein neues Rad habe, was wieder richtig passt, finde ich es echt coole Sache. Super. Involvieren wir unsere Gäste, wenn wir nicht oft welche da haben? Ja. Wir fahren auch mit dem Radl. Mit einem Lastenfahrrad sind wir da, die Mädels und ich. Die Patricia mit dem Fixie. Mit einem rosaroten Fixie. Und ich habe eben dieses Lastenfahrrad, weil das ist, damit ich mit denen auch einmal rausfahre nach Klosterneuburg. Und so musst du so sagen, denen, das sind zwei? Zwei Border Terrier Mädels. Okay. Schon im fortgeschrittenen Alter, aber immer noch dynamisch, und sie sind große Laufer. Die mich beide nicht angeknurrt haben. So ungewöhnlich für mich. Sind sehr soziale Wesen, die Border Terrier. Zwar sind sie Jägerinnen, ganz wilde, die beiden. Darum müssen sie immer an der Leine mitkommen, an der Namen, aber sonst sind sie, wenn so, ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und sind auch sehr kinderfreundlich, und kann man, also ist wirklich was Schönes. Aber wie gesagt, das Jagen ist schon sehr stark ausgeprägt, vor allem wenn sie zu zweit sind. Da nehmen die schon einmal die Reh oder Hirschen und die Wildschweine in die Zange, deswegen muss man aufpassen. Und wie kommst du jetzt nach Österreich? Du hast hier eine Firma aufgebaut, ja, oder? Ja, es ist so, ich habe ja hier in Wien studiert, bin ja schon älteres Semester, bin 74 hierher gekommen, habe hier Medizin studiert, noch in dem AKH, noch so Seminare machen müssen und so, naja. Da war das alles so in der Erinnerung alles sehr duster.
Und dann, wie das halt so geht, habe ich dann hier den Turnus gemacht. Das gibt, also ich war auf der Psych, also auf der Baumgartner Höhe, und ich war am Kaiserin Elisabeth-Spital, das es nicht mehr gibt, und im Wilhelminenspital und all diese Dinge im Rudolf, in der Rudolf-Stiftung, also Stationen, und irgendwann, also bin ich dann relativ, wenn ich das so sagen darf, da habe ich schon einmal schon einmal in die Nesseln gesetzt, frustriert gewesen von dieser Stadt und von diesem ganzen Wien mit seinen sehr Seilschaften, und bin dann in den Libanon abgehaut, in die Flüchtlingslager gewesen und dort gearbeitet und war dann länger weg, und wie ich zurückkam, war ich nicht mehr wirklich sozialisierbar in dem System. Und dann bin ich noch an den Golf und habe dort gearbeitet, das war dann aber auch nicht so meins, und habe da hier eigentlich nicht mehr so richtig Fuß gefasst und habe dann gesagt, ich will raus aus der Medizin, und habe dann einen Job gesucht, und als Mediziner, sage ich immer so sarkastisch, kann man ja eigentlich nicht viel, also hat man nicht, man ist ja eigentlich gar nicht selbstständig sozialisiert, ja, sondern eigentlich in diesem System groß geworden, und bin dann kurz in der Pharmaindustrie gewesen, weil man ja nichts kann, außer Außendienstmitarbeiter zu sein. Und von dort, das war dann eine relativ Episode. Ich habe einiges gelernt natürlich auch wieder, vom Flüchtlingslager in die Pharmaindustrie. Das ist ein großer Sprung und sehr kontrasthaft, reich, und auch die Welt sieht plötzlich ganz anders aus. Und habe mich Ende 92, 93 selbstständig gemacht, weil ich von diesen ganzen Apparaten und Strukturen eigentlich genug gehabt habe. Und diese Selbstständigkeit hat natürlich nicht direkt dorthin geführt, wo ich jetzt bin, sondern war dann über Marketingkonzepte und Magazine konzipieren, schreiben. Also ich komme vom Text und habe mich von dem vom Text, also nicht nach der Medizin, meine ich, nach der Ausbildung zu dann in Allgemeinmedizin, also in Praxis, in Arzt fertig gemacht. Ich kann nicht so viel reden, das ist ja viele Besorgschichten. Kannst du noch? Wir können. Das ist kein Problem. Ja, ihr müsst mich unterbrechen. Auf jeden Fall, du warst dann im Text, hast du Texte gemacht, habe also mit Wissenschaftlern weltweit zusammengearbeitet auf dem Gebiet Complexity Science Systems Biology. Komme also von dieser Ecke an der Immunologie, Neuroscience, Cognitivity. Und also da hat der medizinische Background noch ein bisschen eine Rolle gespielt? Eigentlich habe ich die medizinische Background hat nicht wirklich. Und ich würde sagen, ich war froh, also ich habe mich ganz neu herangenähert, und es ging dann auch um die, ich habe da mit meinem Bruder viel zusammen gemacht, wie wird Wissen wirksam, also wie kann man Dinge überhaupt erzählen, dass man sie versteht, weil man überhaupt über Verstehen reden kann. Also Wissenschaftskommunikation. Also aber nicht in dem Public Understanding of Science, war also nicht sondern wie kann ich Leute hereinziehen, ohne diese Expertenkeule auszupacken. Mhm. Ja, weil wenn jeder, der, sobald ein Experte im Raum ist, halten alle den Mund. Mhm. Weil der wird immer den anderen überholen, und es wird nie eine Möglichkeit des Diskurses sich eröffnen. Und an dem Thema arbeiten wir, und nach dem Prinzip arbeite ich auch heute noch. Mhm. Ja, mit dem, was ich jetzt mache, seit 16 Jahren. Und so bin ich dann in Frankfurt gelandet, bin dort erst einmal bei einer Plasmafirma gewesen und dann bei DuPont, bei diesem Riesen. Bin dort einmal im Marketing dann als Produktmanager gelandet und habe das aber auch nur gewisse Zeit gemacht. Ich habe also damals der Schleusner, bei dem ich das erste Mal beim Außendienst angefangen, der hat dann zu mir gesagt, ja Frau Kräftner, halten Sie es denn überhaupt irgendwo länger aus als ein halbes Jahr? Sag ich, Herr Doktor, ich werde mir schon Mühe geben, weil ich habe ganz dringend einen Job gebraucht damals. Ich war ja völlig am Arsch, wie man so schön sagt, damals. Nach all dem, was ich da gemacht habe, war sehr abenteuerlich. Ist auch vieles passiert, wo man sagen kann, ich habe Glück gehabt, dass ich heute noch da sitze. Also, und dann gingen halt die 90er Jahre so dahin, und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht ist es sinnvoll, wenn man nicht nur mit der Wetware arbeitet, sondern auch mal was Konkretes Produkt hat. Und nach der Geschichte, die ich halt hatte und wir so hatten, die drei, die wir dann die Firma gegründet haben, sind wir halt auf die Bismilch gestoßen, die ich bei der einen Pharmafirma auch schon kennengelernt gehabt habe, aber noch nicht so richtig kapiert habe, was das alles kann.
Und durch diese Geschichte, die ich halt hatte während der 90er dann, mit dieser Befassung mit dem Thema der systemischen Zusammenhänge, auch der Biologie, die in der Biologie tut man sich besonders schwer, ihr seid sehr Programmierer und kommt von einer anderen Ecke, ihr versteht das ganz anders, aber wenn es in die Biologie geht oder Medizin, da schalten alle ab. Da gibt es nur die Linearität, da gibt es nur die Kausalität, die lineare Kausalität. Also, und die Zeit ist auch ein Riesenproblem, die zu integrieren in dieses System. Also das war dann ein... Und diese Biest mich hat mir dann erlaubt, meinen unruhigen Geist und meine Art, alles Mögliche machen zu wollen, auch zu erfüllen. Und habe dann, das haben wir dann... Also du bist begonnen. Auf die Milch gekommen. Bin auf die Milch gekommen, aber sie ist auch viel ein Vehikel, um das zu realisieren, ein Marketing, was ich heute mache, nämlich Text, Foto, Film, also multimediale Ansätze. Ich habe sehr früh mit dem Social Media Marketing angefangen, auf YouTube, Anfang der 2000, dann, also sobald es halt kam. Ja. Und habe das dann versucht, weil wenn man wenig Geld hat, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, auch überhaupt irgendwo, ja, den Fuß auf dem Boden ist auch wieder übertrieben, aber in die Nähe des Bodens vielleicht einmal zu kriegen. Und jetzt hast du eine GmbH oder bist du? Ja, das ist eine GmbH. Und du, dir gehört ein Teil, oder? Wir sind zu dritt. Zu dritt, okay. Und die haben wir seit 2000 haben sie immer mit dem Produkt am werkeln, sagen wir mal so. Und du kannst davon leben mittlerweile, oder? Nicht wirklich. Noch immer nicht. Also es sind jetzt 16 Jahre harte Arbeit. Mhm. In einem nicht, also ich habe damals im ersten Businessplan geschrieben, das ist ein Virgin Market und das ist ein Major Issue. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sage eigentlich, was das heißt, wirklich einen Markt zu gestalten und zu schaffen, eine Positionierung. Es gab nichts, außer meine Leidenschaft, ja. Und die habe ich noch immer ein bisschen, habe ich mir noch bewahrt. Manchmal geht es immer ein bisschen abhanden, weil ich mir denke, es ist nicht zu schaffen. Aber der Erfolg und diese unglaublich positive Feedback von Patienten und auch Leuten, die an Dingen leiden, wo die Medizin eben nicht weiß, was sie tun soll. Und es gibt ganz viele chronische Leiden. Und die sind nicht Leiden, die in einem Krankenhaus gepflegt werden, sondern Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und die Familie haben und so weiter und so fort. Also deswegen tun uns immer wieder die Patrizia, also seit, ist auch schon sechs Jahren an Bord, tun wir uns immer wieder da rappeln und sagen, nein, wir geben nicht auf. Nur mal so ganz kurz, und dabei handelt es sich, wie gesagt, um die Kolostralmilch. Das kennt kaum jemand, obwohl jede Mutter das für Kinder hat. Und jedes Säugetier eigentlich, oder nicht einmal, also da könnte ich tausende Geschichten erzählen, weil ich mich natürlich wahnsinnig viel mit den Fragen der Immunität befasst. Auch vom Pflanz bis von der Pflanze bis hin zu. Wenn ich es richtig kapiert habe, das ist Milch, die sofort nach der Geburt kommt. Ja, genau. Und von Kühen. Die ist von Kühen, weil die Milchkuh die einzige ist, den Überschuss produziert. Andere Tiere wie die Ziege oder das Schaf oder das Pferd oder auch andere Gazellenarten, was auch immer das ist, hat viel zu wenig. Und ein Tier überlebt, ein Baby überlebt es fast nicht. Also das ist ohne diese Erstmilch, Vormilch, Kolostralmilch, Biestmilch, wie man es alles nennt, nicht wirklich überlebensfähig. Ja. Und wenn sie es dann überleben, eigentlich immer kränklich und nie wirklich im Leben. Und der Mensch tut die auch produzieren? Der Mensch produziert es genauso. Ja, wir haben natürlich auch da ein Problem, weil früher, wie die Kinder nicht gestillt wurden, das war ja auch immer zeitlang so in. Es ist alles etwas problematisch, auch das, also auf das Stillen will ich jetzt gar nicht, sind alles so Spezialfragen. Es ist halt so, die Biestmilch, und so habe ich es erlebt und so sehen es auch die sie erkannt haben und einsetzen, ist ein wirklich ganzheitlicher therapeutischer Ansatz und ein präventiver Ansatz. Was ich jetzt noch gar nicht verstanden habe, und was macht diese Milch, außer dass sie Milch ist? Sie ist nicht Milch eben. Nicht. Es ist eben nicht Milch, sondern es ist die Erstmilch oder Kolostralmilch, und das ist was völlig anderes. Man kann sie einsetzen bei jeder, man kann sie präventiv einsetzen und man kann sie bei jeder chronischen Erkrankung, bei jeder entzündlichen chronischen Erkrankung und jede Erkrankung. Es gibt keine Krankheit ohne Entzündung. Und dort moduliert sie den Zustand des Organismus. Wenn es überreizt ist, bei einer Allergie dämpft er. Wenn ich bei einem Tumor, wo alles runtergedrückt ist, hebt es an. Das heißt, wenn man es bei allem einsetzen kann, ist es ein Placebo? Nein, es ist kein Placebo. Das hat man gedacht, dass das jetzt zur Antwort kommt. Nein, das ist natürlich... Halt mich jetzt da weiter raus. Ja, so ist es mit Alternativen. Es ist eine Substanz, die natürlich auch wissenschaftlich
untersucht ist, und ich komme ja auch aus der Naturwissenschaft, also es ist kein, es handelt sich weder um ein Placebo, noch handelt es sich um irgendeinen Zaubertrank. Aber was macht die dann? Also ja, es moduliert den Modulieren heißt, in Abhängigkeit vom Aktivitätszustand des Systems das zu beeinflussen und nicht zu stimulieren oder zu supprimieren, sondern in Abhängigkeit vom Aktivitätszustand des Systems. Und jetzt Systems. Auf biochemischer Ebene, was passiert da konkret? Ja, die biochemische Ebene, ich meine, es ist natürlich so, dass wir, das ist so ähnlich wie bei den Lebensmitteln, es ist natürlich kein Arzneimittel. Und es ist wie bei einem Lebensmittel allgemein, ich kann natürlich nicht sagen, dass ich jetzt das Molekül A und das Molekül B oder der biochemische Vorgang so und so, das ist ja nicht möglich. Ja? Ich habe eine Substanz vor mir, die aus Immunglobulinen, aus Interleukinen, wo all diese Dinge drin sind. Ja? Das heißt, es ist wie wenn ich mir, wenn ich mich gesund ernähre und esse, habe ich ja auch einen Einfluss auf den Körper, und sonst würde ich ja nicht leben. Dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel. Nein, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist ein Lebensmittel. Es ist ein Lebensmittel. Es also ist eine, ein, ja, aber es ist die Definition. Es ist keine Milch. So, es wird ja auch bei Milchallergikern eingesetzt. Die Vormilch, darum heißt es ja so, es sind die ersten 3 Tage maximal. Es wird langsam in die Milch umgebaut, die wir dann haben. Okay, es wird ist auch ja bei gar nicht Milchallergikern eingesetzt, das ja. heißt, es enthält gar keine Laktose. Also die Laktose. Nein, weil die Laktose mit der Milchallergie, die Laktose ist was anderes als die Milchallergie. Aha, ja, ich will jetzt auch da gar kein Streitgespräch führen. Es ist etwas, wo sich die Geister scheiden, das weiß ich. Mhm. Aber es ist natürlich etwas, wo man sagen kann, ist etwas, was jede Mutter für das Kind zur Verfügung stellt, produziert, ja, mit diesem, dass jedes auch, egal ob es jetzt Küken sind, die das Ei aus dem Ei schlüpfen, kriegen ja auch von diesen Dingen ihre Immunität mit, oder ob es die Fischleiche ist und alles. Es ist natürlich, das weiß ich, da scheiden sich die Geister. Ich will auch da nicht irgendwas Dogmatisches sagen. Es gibt nur inzwischen unglaublich viele Erfahrungen, wo man sagen kann, es ist erstaunlich, was passiert. Ja, das kann man einfach nur mal so akzeptieren, dass man sowas nicht. Das ist Placebo üblicherweise. So ist sehr erstaunlich, ist auch nachgewiesen, dass es Placebo ist. Ja, es ist aber letztlich sage ich immer, wenn der Stimulus was bewegt, ist es letztlich egal, ob ich es Placebo nenne oder anders. Also, das ist natürlich, warum jetzt eine Substanz, die dieses. Ich meine, ein Apfel ist ja auch kein Placebo oder eine Banane oder eine Kartoffel. Ja, kann es schon auch sein, ja. Ja, gut, aber wenn ich nichts mehr esse, dann werde ich das Leben nicht aufrechterhalten können. Dann ist es ein Nahrungsmittel, ja, aber man kann natürlich einen Apfel oder Banane auch als Placebo verwenden. Klar, ja. Aber warum? Was ist denn ein Placebo? Was ist denn ein Placebo für Sie? Lass mal die Diskussion, weil gerade eben haben Sie die ganze Zeit gewusst, was ein Placebo ist. Nein, ich meine ja nur, weil ich frage ja nur, Sie ist so emotionalisiert jetzt, ich weiß nicht warum. Weil Sie einfach mir irgendwas erzählen wollen, dass irgendwas, irgendwelches Blablabla macht. Wenn ich konkrete Fragen stelle, dann können Sie mir die nicht beantworten. Und mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass Sie 16 Jahre mit einer Firma kämpfen, wenn Sie jetzt nach 16 Jahren immer noch nicht wissen, was ihr Produkt macht. Tut mir leid. Ich glaube, ich verlasse die Runde jetzt einfach und komme wieder, wenn es wieder um Computer und Technik geht. Tschüss. Also sagen wir mal so, ich kann vielleicht von meiner Seite aus dazu beitragen. Ich bin dazugekommen eigentlich auf dem klassischen Wege einer Jobagentur, in dem eine Assistentin gesucht worden ist. Und ich meinerseits habe eine ganz lange Geschichte mit Allergie hinter mir. Also ich habe ganz den klassischen Weg, dass man einen Pricktest macht und dann die ganzen Spritzen kriegt und was es da nicht alles gibt. Und mir hat nur noch Cortison geholfen. Und ich bin in die Firma gekommen und habe gesagt, okay, es ist kein Medikament, es ist ein Lebensmittel, es kann mir also nicht schaden, probiere ich es einfach mal aus. Ja, und ich habe gewartet und ich habe gemerkt, ich habe keine Allergien mehr oder nur noch ganz schwach und überhaupt. Und für jemanden, der sich davon gar nichts erwartet und überhaupt keine Hoffnung da reinsetzt, so einen Effekt zu haben, das ist enorm. Und ich sitze nun oft am Telefon und bekomme Anrufe von Leuten, die fragen, wie sie es einsetzen sollen und was sie machen sollen. Und es gibt keinen,
der uns angerufen hat, der keinen positiven Effekt davon hat. Man muss natürlich für sich dafür offen sein, ja, und das ist letztlich eher unser Problem, dass es zu wenig Leute sind in Summe. Das muss man einfach mal dazu sagen, die dafür offen sind, weil jeder rennt heutzutage zum Arzt und erwartet sich eine Sofortlösung. Und die gibt es einfach nicht. Und man muss für sich akzeptieren, man muss sich die Zeit geben zu gesunden und nicht einfach eine Pille einschmeißen und morgen wieder fit sein. So läuft es heutzutage nicht. Und wenn man das für sich nicht versteht und nicht verstehen will, dann hat man es natürlich schwierig. Und deswegen haben wir es eben auch schwierig. Aber die Substanz an sich funktioniert und das muss einfach für sich jeder gucken und schauen, die Evidenz und die Fallstudien und wissenschaftliche Untersuchungen, wie man sie so schön nennt, gibt es definitiv. Und das an sich ist sehr faszinierend. Und das ist natürlich eine ganz massive, und das hat man jetzt an dieser emotionalen Eruption ja auch gemerkt, eine sehr stark eine Frage der Sichtweise. Und das mit dem in der Biologie, und das ist, ich habe auch meine Geschichte mit der Biochemie und mit den Lebensmittelchemikern, die haben eine andere Sichtweise. Ja, und da führen, da kollidiert es auch in einer Form, wo man eigentlich nur sagen kann, ja, ich akzeptiere es eben. Ja, es ist nur schade, wenn das in einer wenn es dann so irrational emotional wird. Also wir sind das schon gewohnt. Ja. Und darf ich fragen, seid ihr jetzt in derselben Situation wie die Leute, die sagen, dass das, was man ewig verdünnt, wie heißt das? Homöopathie. Die sagen ja dann auch, ja, es hilft, aber auch wenn man es nicht beweisen kann. Oder seid ihr auf einem anderen Level? Du kannst es ja im Labor nachweisen, es sind ja die Wirkungen da. Also gerade bei den Tumorpatienten in der Chemo und so weiter, wie schnell sich das Blutbild wieder normalisiert, die Entzündungsparameter normalisieren sich, also auch bei Stoffwechselerkrankungen, und es sind Feine wie das CRP und solche Sachen. Also man kann das alles messen, das ist kein Hokuspokus, deswegen ist es etwas, es ist auch ein Problem, ich weiß nicht, warum der Begriff Modulation nicht akzeptiert wird für die Biologie. Mhm. Ja? Ich meine, es ist nun einmal so, jede Wahrnehmung ist nur möglich, wenn eine Differenz erzeugt wird. Ja? Ich kann, wenn ich immer einen Ton höre, werde ich irgendwann nicht mehr hören. Und das gilt für den Organismus in seiner Komplexität auch. Ich meine, wenn das System überreizt ist und ich stimuliere es, dann ist das natürlich nicht sehr ratsam. Und es gibt Mittel, die pflanzlich sind, die halt, wenn man sie falsch einsetzt oder nicht im richtigen Zeitpunkt, das System halt anheizen. Und das macht sowas wie die Biestmilch halt nicht, sondern sie ist eben modulierend. Ja, das ist halt, sonst würde sie bei der Allergie ja nicht funktionieren. Ja. Weil das System ja da eher hochgefahren ist als das Gegenteil davon. Ja. Aber nochmal, bei dieser Milch ist was drinnen. Also man nimmt etwas, das wirkt. Es ist nicht so, dass man sagt, Vermengung. Nein, es ist ja ganz natürlich, das sind Immunglobuline, das kennt Antikörper, sagt man auch dazu. Interleukine, das sind ja Zellkommunikationsmoleküle. Es ist praktisch ein Immunsystem dicht gepackt. Ja. Es sind natürlich die Zellen draus. Es wird nach Lebensmittelstandard hergestellt. Die Mikrobiologie muss passen. Und so wird es, also es ist auch nicht mehr Milch, in dem Milch ist, und das mit der, ich meine, es ist natürlich ein riesiges Thema. Und es ist auch nicht so, dass man das jetzt hier so geschwind auf runterbricht. Ja, weil natürlich kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und das ist etwas, wo man nur sagen muss, es ist eine Option für Menschen, die oft kein Ausweg mehr sind, auch bei diesen chronischen Viruserkrankungen, die es viel gibt. Und es gibt natürlich Studien in dem Bereich, wie das auf den Magen-Darm-Trakt wirkt und was da passiert und solche Sachen, auf die Darmpermeabilität und alles, um das jetzt einmal, wenn man diese Worte zum hineinschmeißen will, da, um das ein bisschen weniger, esoterisch zu machen, weil das ist ja das, was wahrscheinlich der Vorwurf war. Und der Begriff des Placebos ist natürlich auch ein philosophischer Ansatz, über den man da diskutieren kann, was das wirklich ist. Weil wenn ich sage, ein Reiz, auch wenn ich den selber auslöse in mir und es wirkt und es sich verändert damit mein Gesundheitszustand, warum soll ich es dann nicht akzeptieren? Aber gibt es sowas wie eine Doppelblindstudie, wo halt ein Allergiker oder eine Gruppe von Allergikern kriegt nichts oder Zuckerwasser und die anderen kriegen Allergie, das und auch bei Grippe steigen dann die mit der Milch besser aus? Genau, also, richtig. Dann ist das man hat kräftig, sogar festgestellt, beispielsweise bei der Grippe, dass diejenigen, die keine Impfung bekommen und nur die Biestmilch nehmen, viel besser über die Grippe wegkommen, wie diejenigen, die sich eine Impfung holen.
Und es ist ja auch nicht so, dass das, was wir machen, völlig unbemerkt bleibt. Also zum einen haben wir auch mittlerweile Konkurrenz auf dem Markt, die sich gerne da hinten dranhängen und das alles mitmachen, was wir machen. Zum anderen gab es auch den einen oder anderen großen Konzern, also das Nestle oder Meckle sein, die das auch ganz gerne aufnehmen wollten, aber letztlich daran gescheitert sind, weil die Biestmilch eben doch ein zum einen nicht chemisch herstellbarer oder nachproduzierbarer Rohstoff ist und zum anderen eben auch endlich ist. Also wir haben natürlich immer wieder die Frage von wegen, ja, ihr nehmt doch den Kälbern die Milch weg und so weiter und so fort. Das stimmt nicht, aber man kann es nicht für die komplette Menschheit ins Billa-Fachregal stellen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Weil es die Kuh nur ein paar Tage lang produziert. Ja. Zum einen das und weil natürlich das Kalb seinen Anteil bekommen muss, weil sonst stirbt das Kalb. Und es ist auch nicht ein man kann das nicht zu Centbeträgen herstellen und ich weiß nicht, was für ein Rehbach machen. Das muss man einfach auch sehen. Und das sind alles so Handicaps, die große Konzerne. Also es ist nicht gut industriell sozusagen skalierbar herstellbar. Ja. Also wir haben das, ich meine, kommt natürlich dazu, wir sind ein kleines Team, wir haben alles selber finanziert. Ich meine, ihr wisst, wie das ist, da kann man nicht so große Sprünge machen. Ja? Ich meine, das muss man auch sehen, wir haben wirklich viel geopfert dafür und haben das auch alles selber finanziert. Also wir sind kein Konzern, der sich da, ich weiß nicht was, leisten kann. Und deswegen muss man halt auch kleine Schritte machen. Und gibt es andere Länder, wo das mehr Tradition hat? Ja, oder wo Skandinavien. Da wird das mehr... Ja. Skandinavien, dann auch die Neuseeländer und Australier haben da einen besseren Zugang dazu und sogar in den USA ist es anders als in Europa. Also wir in Mitteleuropa ist es besonders unbekannt, oder? Ja. Ja. Ist das dann nur ein Produkt oder sind das verschiedene Produkte für verschiedene Erdbeer und Banane? Das ist mit Banane Abnehmer. Es gab mal einen Schokobooster, ja. Also grundsätzlich ist am Anfang viel im Patientenbereich gearbeitet worden und da dann mit Kapseln. Das heißt nur das Kolostrum, wie wir dann sagen, in die Kapsel abgefüllt, weil viele Patienten sehr empfindlich sind, oftmals mit großen Magen-Darm-Beschwerden zu tun haben und man da das Ganze eher einschleicht, das heißt ganz langsam anfängt und das dann immer mehr steigert und schaut, wie der Patient das verträgt und dann auf die, wir sagen, 1 Gramm am Tag ist das, was jeder für sich einnehmen sollte, um, ich sag mal, gut zurechtzukommen und je nachdem, ob man eben sich kränker fühlt oder was auch immer, da wie der Zustand sich verändert, kann man das natürlich erhöhen. Dann gibt es die Kautablette, die beinhaltet bereits die 900 Milligramm, von denen ich gesprochen habe. Die hat dann noch ein bisschen Zitronensäure mit drin. Er hat also einen etwas anderen Geschmack und ist nicht mehr nur das Kolostrum. Ist ganz bequem, nehme ich persönlich ganz gerne, weil es eben nicht den Kapsel-Effekt hat und ich nichts schlucken muss, sondern einfach eine Kautablette nehmen. Ist wie ein Kaugummi oder Kaubonbon? Eine Kautablette im Sinne von einfach zum Abbrechen zerbröselt dann, also wie ein, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, Dextroenergen als Beispiel von der Konsistenz Traubenzucker. Genau, jetzt fiel mir nicht ein. Und es gibt den Booster und da reden wir von 4 Gramm Biestmilch mit 500 Milligramm Guarana. Der ersetzt mir beispielsweise den Espresso. Das heißt, man hat immer mal am Tag beispielsweise so ein kleines Tief, beispielsweise nach dem Mittagessen oder man hat einen langen Abend vor sich oder eine lange Autofahrt oder was auch immer, Müdigkeitsphasen jetzt mal so im Allgemeinen gefasst und dann nimmt man einen Booster und es geht einem wieder gut. Mit dem Vorteil, dass der Kaffee einen wach hält und der Booster auch wieder nachlässt. Das heißt also, das Ding wäre nichts für mich. Weil? Guarana, das wirkt bei mir boom. Ja gut, wir haben jemanden, der bei uns zum Beispiel den Webshop macht, der sagt auch bei ihm, der trinkt Kaffee ohne Ende, aber wenn er einen Booster nimmt, sagt er, braucht er für sich nur einen halben und dann kommt er klar. Ich trinke auch keinen Kaffee. Es ist natürlich unterschiedlich mit den Koffeinrezeptoren. Ja. Also deswegen muss man das auch immer dazu sagen, weil das muss man ja nicht nehmen. Ne? Das ist aber, es gibt ja viele Menschen, die jetzt gerade bei Allergikern, die sowieso müde sind eher. Ja. Mit der Allergie ist man ja müde, weil das Immunsystem schafft sich ja quadratisch sozusagen bei Allergikern. Und bei denen ist es so, wenn die sowas nehmen, die können das auch nachts nehmen und schlafen, interessanterweise. Nur meine. Also es ist ganz unterschiedlich, eben da sieht man, dass es davon abhängt, wie der Körper beieinander ist. Ne? Also ich habe
ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man keine Allergien hat. Also ich bin beispielsweise nachts schon vom Blütenstaub aufgewacht und habe einen absoluten Niesflash bekommen und habe dann halt einen Booster genommen und konnte nach einer halben Stunde wieder schlafen. Obwohl das Guarana drin war und ich auch sonst überhaupt keinen Kaffee trinke. Also das ist auch das, was mit Modulieren gemeint ist. Es ist immer auf die Situation bezogen. Aber was ich jetzt nicht verstehe, nimmst du das so wie ein Genussmittel, so wie halt andere Leute Cola oder Tee trinken oder Bier, ich einfach so? Zu, dass ich jeden Tag meine Wiesn nicht nehme, einfach um, ich sage es mal für mich, den Grundstock aufzubauen, weil ich dann sagen kann, wenn ich die Wiesn nicht regelmäßig nehme, bin ich seltener krank. Mein persönliches Weil Gefühl. Du vorher viele Allergien gehabt hast? Oder die sind auch immer noch da. Also wenn ich jetzt beispielsweise viel Stress habe oder sind viele Erkältungen umeinander und ich tendiere dazu, das auch zu bekommen, dann merke ich das und dann bricht bei mir eine Allergie aus, unabhängig von der Jahreszeit. Trotzdem sind es immer dieselben Sachen, auf die ich dann reagiere, ob es jetzt die Birke ist, ob es ein Apfel ist, das sind ganz verschiedene Sachen, aber dann bricht die Allergie am ehesten aus. Und dann nehme ich Booster. Oder, und das mildert dann deine Allergien, habe ich das richtig gehört? Genau, also auch wenn es jetzt was, wenn ich jetzt etwas esse, wo ich allergisch drauf reagiere, egal was es ist, ja, und zum Beispiel das Thema Milch oder Laktose oder wie auch immer, es ist oftmals einfach nur eine erhöhte Sensibilität, weil man was nicht vertragen hat oder einfach empfindlicher ist, aus welchem Grund auch immer, dann mildert die Biest mich das für mich ab und ich habe weniger Beschwerden und komme einfach besser über den Tag. Letzte Frage. Biest, B-E-A-S-T? Nein. Okay. B-I-E-S-T. Ach, super. Also wirklich wie das Tier. Das, ja. Das jawohl. Biest, okay, okay. Genau. Aber es kommt nicht von dem. Also der Ursprung des Wortes hat mit Bauch und Busen zu tun. Das kommt schon ein altes indogermanische Wurzel schon. Also es ist nicht, hat nichts mit Biest zu tun. Weil man sagt im Vorarlberg, bei uns sagt man Biest dazu. Der Biest. Für oder die Brust, Biest, oder was? Nein, für die Biestmilch. Der Biest und im Norddeutschen Biestmilch. Und die Holländer sagen auch Biestmilch und die Schweizer sagen auch Biestmilch. Also das ist ein altes deutsches Wort eigentlich. Tja. Und ich bin da in einem Ameisenhaufen gesessen. Ja. Er hat im Hintern irgendwie gejuckt. Okay. Direkt die richtige Frage dazu. Gibt es das auch als Zäpfchen? Hat auch einmal jemand gemacht, ehrlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben das einmal, also man kann es machen lassen, natürlich. Das ist, würde auch funktionieren. Ja, wir können noch Position tauschen. Na gut, kommen wir vielleicht später nochmal zurück zu dem Thema. Wir haben genug gequatscht. Wir haben noch einen Gast da. Also zweiter Gast. Und so, ja, wieder mal da, ja. Moment mal, ich verwechsel dich leider immer mit jemand anderem. Danke, Dennis. Ganz konkret. Bist du der mit den Filmen? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt. Ich hol die Anna. Ah, er holt die Anna zurück. Okay. Ja, wie läuft es mit deinem Podcast? Ich habe ja mit dem Serienpodcast. Ja, der Game of Thrones ist ja zu Ende. Das Frühstück in Westeros. Nicht frühstücken, ja, aber das war. Das empfehlen Sie halt unsere letzte Aufnahme von der letzten Folge. Da sagst du nochmal den Titel? Die Seite heißt Fortsetzung.tv und so heißt auch der Podcast. Und da redest du über Filmserien? Über TV-Serien. Über TV-Serien, ja, wir machen da entweder Serienbesprechungen oder Staffelbesprechungen oder Episoden. Genau, und jetzt hatten wir im Game of Thrones, das war auch sehr erfolgreich. Es sind natürlich die Statistiken schwanken natürlich stark, weil es halt nicht alles gleich interessiert und wir halt manchmal irgendein Randthema auch ansprechen. Und jetzt hatten wir im Game of Thrones und das war sehr erfolgreich. Das war auch wirklich, und viel Feedback haben wir bekommen, wir haben auch aufgerufen mit Gewinnspiel, weil ihr ja auch aufgerufen habt. Ich bin ganz neidisch, du kriegst Feedback von deinen Hörern? Ein bisschen, ja, aber auch nur, wenn man dezidiert dazu aufruft. Also es gab so einen, der so richtig regelmäßig auch was Langes dazu geschrieben hat und seine Gedanken zur Folge. Und das warst nicht du unter dem anderen Account. Ich. Nein. Und dann haben wir in der 9. Folge so ein Gewinnspiel veranstaltet, weil wir so die Gesamtausgabe der Bücher gesponsert bekommen haben und dann haben wir die verlost und so quasi als Bedienung schickt uns eine E-Mail und gibt gleich Feedback zum Podcast. Und das war... Achso, da war so ein Gewinnspiel dabei. Genau, das war... Die Leute dran gekriegt. Genau, okay. Das war dann dreimal gut. Und dann hat sich auch einer gemeldet. Unter denen war auch dabei jemand von Podcast Meetup, der seit damals eben den Podcast hört.
kann ich mich sogar noch erinnern, wer das war. Und ja, das ist sehr erfolgreich. Ich empfehle die letzte Folge, weil da sind wir zu viert. Da haben wir noch Gäste eingeladen, andere Leute, die sich da intensiv damit beschäftigen, auch beruflich, bei verschiedenen Medien. Es hat 3 Stunden gedauert, aber es war keine Minute überflüssig. Also ich habe mir auch das zum Schluss... Das finde ich im Netz unter Fortsetzung folgt. Fortsetzung.tv. Fortsetzung folgt sind andere. Fortsetzung das gibt's auch. Das gibt's auch. Also unter Fortsetzung.tv. Punkt.tv. Punkt.tv. Mhm. So gleichzeitig. Da, aber da man fällt mir auf, ich mache keine Shownotes. Ich bin weg. Ja, und wenn ihr Harry schreibt, mit einem R und I, das fällt mir auch. Die erste Stunde macht einer, oder? Man, das können wir nicht antun jetzt. Okay, ja, aber man muss Game of Thrones letzte Staffel gesehen haben, oder? Also ich hatte Angst, mich zu spoilen, ehrlich gesagt. Naja, natürlich muss es gesehen haben. Es ist ein Nachbesprechung der Folge, ja, genau. Also. Genau. Ich weiß nicht, warum man sich das aufheben würde, außer vielleicht jetzt, das in einem Sitz durchschauen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nach 3 Staffeln ein bisschen Game of Thrones müde. So, die Torrentzahlen sagen ja auch so ein bisschen, die Leute nicht mehr so am Ding. Aber ja, es ist trotzdem sehr erfolgreich und gut. Ich meine, ich bin ja auch nicht so... Die Torrentzahlen, ja. Okay. Aber da habe ich im Webstandard gelesen. Das kann aber auch an Netflix liegen. Nein, die haben kein Game of Thrones. Das kann auch daran liegen, dass die Leute das schon gesehen haben. Braucht es nicht mehr downloaden. Du meinst, dass der Stream-Service den Toren zahlen, das wegnehmen? Nein, das ist jetzt vorbei. Die Nein, was immer besser wird, ist, dass die Serien immer wieder jetzt schon vorher lizenziert werden. Und bei Game of Thrones war es ja so, du konntest sie bei Sky am Montag um 21 Uhr sehen, die neue Folge. Das heißt, das waren 18 Stunden nach der US-Ausstrahlung. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, sorry, aber wer jetzt noch downloadet, das ist echt nicht mehr nötig. Du konntest das bei Amazon als Paket kaufen oder als Einzelfolgen, auch sofort. Mhm. Und Sky hat es ausgestrahlt. Die haben ja ihre Sender um 21 Uhr, aber zur Verfügung gestellt unter ihrem Online-Paket, das noch einmal viel günstiger ist, haben sie es um 3 Uhr in der Früh, also zur gleichen Zeit. Es gibt gesagt, keine Ausrede mehr. Das war auch keine Werbung für Torrent oder irgendwas, war eine Standard in Webstory. Ja, ja, nein, das ist Oder so ähnlich. Aber mir ist aufgefallen, also das ist dann so konzipiert, dass man schaut sich die Folge an und direkt, oder besser gesagt in einem knappen Zeitraum, hört man sich dann eure Folge an, so dann, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Es gibt ja amerikanische Formate, habe ich nämlich jetzt bemerkt, wie ich zu Preacher mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe. Amerikanische TV-Formate, die so direkt im Anschluss einer Folge dann auch darüber sprechen. Da gibt es Talking Dead, Talking Bad, Talking Soul. Und ja, genau. Das sind dann, die sind dann meistens mit Cast-Mitgliedern oder Regie oder was auch immer. Okay, also das ist dann ein ganz anderes Level, weil die natürlich auch einen ganz anderen Input geben können, als wir das können. Was wir machen und wo ich einfach sehe, da gibt es ein immenses Bedürfnis. Die Komplexität der einzelnen Folge und der Serien erfordert, dass du dich danach noch damit beschäftigst. Oder es gibt dieses Bedürfnis, sich danach noch damit zu beschäftigen. Und das ist es, wo wir hineingreifen. Ne? Wie ich jung war, gab es die ORF-Nachlese. Ist das praktisch, was du anbietest? Quasi, ja. Die gibt es immer noch. Ne? Also nicht nur haben sie die Sendung versäumt, sondern haben sie es nicht überzuckert. Besonders mit der Komplexität kann ich nachvollziehen, weil ich habe es mir eine Zeit lang in großer Runde immer am Beamer angeschaut. Und die meisten haben es halt gelesen, die ganzen Bücher. Und wenn die danach über eine Folge geredet haben, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, haben wir dasselbe gesehen? Oder? ich sehe das immer so eher als Bildschirmschoner und ich freue mich, wenn so ein paar Schauspieler auftauchen, ein paar Rollen, die ich gerne habe. Game of Thrones ist wirklich, das muss man halt sagen, da hat er ein neues Komplexitätslevel geschaffen und dass sie dann noch versucht haben, das umzusetzen. Und sie sind gerade grandios meiner Ansicht nach gescheitert. Die Bücher sind nicht fertig. Ja, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass man etwas verfilmt hat und die Verfilmung hat das Buch überholt. Ich meine, sie haben auch angefangen bei Harry Potter zum Beispiel, als die letzten Bücher noch nicht draußen waren. Aber die hat sich halt Mühe gegeben, dass das durchgeht. Und das letzte Buch kam dann 2 Jahre, glaube ich, fast vor dem letzten Film oder dem letzten 2 Doppelfilm raus. Also da hat das funktioniert. Aber es ist das erste Mal, dass das passiert. Und jetzt ist Folgendes passiert. Sie haben versucht, eine Buchverfilmung zu machen. Das muss ich darauf hinweisen, dass in meiner Welt es gibt
eine Adaption und es gibt eine Verfilmung. Verfilmung heißt, du bleibst so nah am Buch wie möglich. Mhm. Und Adaption, Adaption heißt, du bist dir bewusst, dass du das Medium wechselst. Du nimmst den Ausgangsstoff und du versuchst gar nicht, das eins zu eins umzusetzen, weil du nur scheitern kannst, sondern du machst dein eigenes Ding draus. Mhm. Ja? Und dieses Übersetzen von Medien gefällt mir meistens besser, weil da kommen dann auch so Schwachsinnskommentare wie, ja, das Buch war aber besser, ja, das ist etwas, wo jemand informieren möchte, der sowas sagt, weil es einfach nicht, es ist ein anderes Medium. Mhm. Und bei Game of Thrones ist passiert, sie haben eine Buchverfilmung gemacht und dann hatten sie plötzlich keine Bücher mehr, sondern sie hatten nur noch seine Aussagen, worauf das Ganze hinsteuern soll, haben eine limitierte Anzahl an Episoden nur vor sich, ein Budgetbeschränkung und sind jetzt in der 6. Staffel ziemlich geradlinig auf ihr Ziel zugegangen und die 5 Staffeln davor sind sie ja, so gegangen. Wirklich. Und jetzt sind sie geradlinig. Also Tobi, wunderst diese Leistung von der Produktion? Ich sage einfach, es ist mit der 6. Staffel hat was anderes begonnen. Es ist anders geworden. Das Stil hat sich gewechselt dadurch, dass die Rahmenbedingungen anders sind. Und ich meine, wie gesagt, das ist einfach spannend zum Zuschauen, weil das noch nie vorgekommen ist. Es ist noch nie vorgekommen. Wenn ein Buch verfilmt wird, ist das Buch 100 Jahre alt, 50 Jahre alt, 20 Jahre alt oder von mir aus 3 Jahre alt. Ich muss da ein bisschen widersprechen, weil du sagst, das ist noch nie vorgekommen. Ich weiß von den Douglas Adams Radioserien, das hat ja als Radioserie begonnen und da gibt es schöne Geschichten drüber, dass der Douglas Adams dafür berühmt war, dass er immer die Deadlines verpasst hat und dass er zum Teil schon die Sendung im Studio aufgezeichnet hat und er hat noch das Ende geschrieben. Also sie waren da sehr zeitknapp. Ja, aber ich meine, wie gesagt, hier reden wir ja von... Ist schon klar, ja, da geht es um ein anderes Budget. Auch der Umfang der Bücher, ich meine, ich habe das erste angefangen zu lesen, das ist einfach nicht meins. Die sind ganz dicke Wälzer, kann man sagen. Ja, und auch sehr, sehr komplex. Ja. Und die Art zu erzählen und die Anzahl der Figuren. Ja, und in der Serie haben sie eh sehr viel gespart und sie haben Figuren zusammengelegt. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Und das ist auch, was wir im Podcast zum Beispiel machen. Ich kenne mich nämlich mit den Büchern nicht aus und meine Kollegen sind die, die sich mit Büchern auskennen. Das heißt, ich kann immer auch dumme Witze reißen und sie zucken dann aus. Es ist auch dieser Kontrast, einer, der sich nicht auskennt und einer, der sich auskennt. Da gibt es sicher viele da draußen. Also es gibt auch die besten, es gibt auch so viele, die das in Textform machen, so eine Review. Und da gibt es zum Beispiel meine Lieblingsreview, die machen da 2 Versionen. Eine für Newbies und eine für Buchleser. Ja? Einfach weil es nötig ist. Und weil man dann auch drunter gescheit diskutieren kann, wenn man auf der gleichen Ebene miteinander redet. Ja? Weil wenn beide die gleiche lesen würden, dann wäre das sehr, sehr, sehr schwierig. Okay, das ist aber spannend. Der Stil dürfte sich anscheinend grundlegend geändert haben. Gibt es schon ein Echo? Also es gibt sicher schon ein Echo. Dann sagen die Leute, gibt es irgendwie... wahrscheinlich beide Meinungen, aber kann man sagen, so eine Tendenz ist ablesbar, ob es den Leuten gefällt jetzt, dieser Stilwechsel, oder wurde überhaupt rezipiert so im Netz? Ja, ja, also es gibt drei Fraktionen. Mhm. Die Fraktion 1 ist die, ich nenne sie mal die Hollywood-Fraktion, das sind die auf Schauwerte Wert legen. Die waren begeistert, weil die Schauwerte einfach nicht zu kurz kommen bei Game of Thrones. Das Budget ist das größte, das es jemals im Fernsehen gab, oder gesamt auf jeden Fall, vielleicht nicht pro Episode, manche Episoden sind billiger. Sind in anderen Serien vielleicht punktuell teurer gewesen, aber im Großen und Ganzen ist es das teuerste Serienprodukt, das wir bisher hatten. Es ist sicher eines der aufwendigsten als Projekt gesehen, es ist eines der aufwendigsten von der Anzahl der Figuren. Ja. Und das heißt, es gibt die Leute, für die auf Optik Wert legen, auf Schauwerte Wert legen, die werden sehr gut befriedigt. Dann gibt es die Gruppe der die Leute, die irgendwie sagen, sie wollen gerne mehr, wollen das Ganze in einem gesellschaftlichen Kontext sehen, die sind jetzt ein bisschen enttäuscht worden. Mhm. Die hatten vorher irgendwie mehr davon, dass man da mehr drüber reden konnte. Mhm. Und die dritte Gruppe sind, zu der ich mich zähle, die eher enttäuscht sind, dass das Ganze, also die jetzt retrospektiv sagen, also man hätte das von Anfang an anders machen müssen. Okay. Ja, man hätte das adaptieren sollen und nicht verfilmen sollen. Also der Wechsel ist das, was du dann kritisierst. Ich habe dann zum Beispiel eine Figur, die in der letzten Folge der 6. Staffel draufgegangen ist, habe ich dann kritisiert und gesagt, wozu habe ich die gesehen? Wozu habe ich mir diese Figur hat wozu vielleicht 20 Minuten eingenommen? Wurde die 20 Minuten eingenommen in den 6 Staffeln? Also gar nicht so wenig. Mhm. Aber sie hatte keine Funktion. Sie hatte nichts zu tun und sie ist dann spektakulär draufgegangen. Das war ihre einzige wirkliche Tat in einer Folge, wo hunderte Leute spektakulär draufgegangen sind.
was soll's? Aber machst du das nicht doch im Reiz aus von Game of Thrones? Für mich schon wieder. Wenn ich jetzt ja, denke, aber ich mache das Game of Thrones für dich typisch, weil ich weiß, so ist, aber ich sage nicht, dass es. Aber es ist deswegen nicht sinnvoll. Ist typisch ist es, ja. Aber es ist nicht sinnvoll. Ja, also am Anfang der sechsten Staffel ist ja, das wäre jetzt Spoiler, wenn ich es sagen würde, ja. Auch ein Charakter gestorben. Ja. Auf einer Insel, sagen wir mal so, ja. Damit es dürfte klar sein, wer gemeint ist. Und das war auch irgendwie, ja. Ich kann auch sagen, ja. Dieses sinnlose Sterben in dieser Serie ist durchaus auch etwas, was für ja. mich auch den Reiz ausgemacht hat. Weil man sich eben nie sicher sein kann. Und manche Sachen, manche Leute, die auch keine wirkliche Funktion erfüllen, die man dann einfach gern mag, vom Schauspieler und vom Charakter her oder wie er angelegt ist oder was er macht. Und dann ist er auf einmal so einfach weg. Das macht auch so ein bisschen diese mittelalterliche. Ja. Kann halt passieren jederzeit. Ich möchte jetzt einwerfen für die Gesichter unserer Gäste, die sich jetzt nur vorstellen können. Also wir Nerds haben schon ein echtes Leben, aber wir reden nicht so gern drüber wie über Game of Thrones. Ja, wie gesagt, andere Serien gibt es auch noch. Also, ja, was macht es aus oder wonach wählt ihr die von euch besprochenen Serien aus? Die am meisten diskutiert sind oder die ihr selber gern seht? Das und Herz schneller schlägt. Ja, die meisten sind eher so eine Was-wir-wollen-Entscheidung. Das ist nicht immer die, was die, das Publikum will, Entscheidung. Und wo landet das dann von den Produktionen hier? Sind das eher amerikanische Produktionen? Ja, also ja? Okay. Wir machen da Haupt... Also, die Deutschen kommen erst, die fangen gerade erst an, irgendwie sinnvolle Dinge zu tun. Das ist dann meistens mit einem Text erledigt, weil, ja. Muss man auch sagen, da ist der Markt kleiner, ne? Sie sind falsch angegangen. Nein, das ist der Wille. Der Wille fehlt auch. Ja, wobei, im Film schaut es ja besser aus als bei der Serie. Die Ghetto-Ritter sind da dagegen. Da gibt es ein schönes Video. Über die Ghetto ist die Produktionsfirma der ARD, die diese ganzen fiktionalen Sachen produziert. Also die lässt nur einige Sachen zu, sozusagen, oder? Naja, und da gibt es ein schönes Tiere-Video, das heißt die Ghetto-Ritter, wo sie in irgendeiner fiktiven Fantasy-Welt hat jemand eine Idee und dann kommen Ritter daher und sind die Ghetto-Ritter und tun das aber alles sofort unterschrauben. Wir sollten das verlinken, das ist wirklich ein unterhaltsames Video, das ist einfach so die Produktionsprozesse in Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem, und das Privatfernsehen, ich meine, was die in Serien produzieren, ist halt, da ist dann, keine Ahnung, Schrott. Weiß nicht. Also die hätten mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit, aber haben noch weniger Willen sozusagen genau. Zum Experimentieren. Und wir sind keine Drehbuchautorenkultur in Deutschland. Ah, nein, das würde ich nicht so nicht sagen. Ja. Nein. Und wie gesagt, es gibt jetzt ein paar gute deutsche Serien in Lindenstraße. Jetzt. Ganz neu. Ganz neu. Nein. Es gab dieses Deutschland 83, das ist zuerst in den USA gelaufen. War halt wieder eine DDR-Geschichte oder wie auch immer. Aber das ist im deutschen Podcast durchgerauscht, ja. Das soll gut gewesen sein. Und ist zuerst in den USA gelaufen, ist dort relativ gut angekommen, auch mit Untertiteln. Und dann, also das war von RTL, glaube ich. Also da haben die mal was Gutes gemacht. Dann gab es von TNT-Serie, die haben so zwei, drei kleinere Produktionen gemacht. Da gab es so eine, die hieß Add a Friend. Da war ein Typ, der im Krankenhaus liegt und nur über Skype mit seinen Leuten reden kann. Das war ganz nett gemacht. Das war eine nette Idee und eine günstige Idee. Ja. Und so beginnt das langsam. Und dann kommt halt ZDF daher und dann machen sie dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Morgen höre ich auf, heißt das. Mit nicht Kalkofe, sondern der andere, wie heißt der denn? Pastewka. Ah ja. Und da ging es dann so in der Beschreibung, ja, da ist so ein Typ, der von seiner Familie irgendwie vor dem Finanziellen aussteht und der ist Drucker und hat eine schlecht gehende Druckerei und dann beginnt er Falschgeld zu drucken und wird irgendwie zum... Kommt euch das bekannt vor? Von ja, das klingt so nach Breaking Bad. Ne? Ja. Also, und dann sagte da irgendjemand relativ hoher im ZDF, nein, das wird kein deutsches Breaking Bad, dann schaust du das an und das ist... Teilweise ist ein Szenenident. Ja, also lass mich raten, kommt da auch ein Bankomat vor, der dann irgendjemanden auf den Kopf fällt? Nein, aber statt am mexikanischen Drogendealer kommt ein österreichischer Strizi vor, gespielt von Georg Friedrich. Oh Mann, das ist eine Metapher, ja. Und statt Los Pollos Wienerwald. Und ja, wie gesagt, aber in Deutschland tut sich was. Also es gibt gerade so eine... da muss man in drei Jahren nochmal drauf schauen. Das Potenzial ist da. Also ich würde sagen, Drehbuchautoren gibt es schon. Gibt es schon
welche und die werden wirklich einfach an der kurzen Leine gehalten von den Öffentlich-Rechtlichen und sonst ist eben kaum Geld da, weil die ProSieben produziert nichts Eigenes und wenn auf Sat.1 irgendwelche Frauenfilme, Entschuldigung, aber ja, für Sat.1 hat als Zielpublikum Frauen. Romcoms, genau, also mit Diane Amft und so weiter, ja. Und dann gibt's, und dann halt, RTL macht halt, was einmal funktioniert, machen sie bis zum dieses Todes, ja, Cobra 11, ich meine, die haben dieses eine Autobahnstück da irgendwo sich in den Wald gebaut, wo sie das drehen die ganze Zeit. Das ist in Hürth-Karlscheuren und ich war schon dort. Wirklich, oder? Ja, das ist das sieht aus wie ein Schrottplatz, da sind auch Hubschrauber, das ist wirklich interessant, aber ich erzähl's gleich mal. Und, ja, aber es tut sich was und ja, die Frage ist halt, Amazon kommt und produziert eine deutsche Serie. Das ist halt wieder blöd, dass es der Herr Bingen Schweighöfer bekommen hat. Mhm. Oh, scheiße. Also, und das ist halt so, auch oder auch der ARD, das Mutigste, was sie machen, ist, Tatort vom Til Schweiger produzieren zu lassen. Ja? Mhm. Ich meine, darüber regen sich dann halt alle auf, aber mehr als, dass sich die Leute bis Montagmittag darüber aufregen, passiert auch nicht. Ja? Und das ist halt deutsches Fernsehen mit Serien, vergieß es im Moment. Und hin und wieder machen sie halt was, aber das verstecken sie dann auf... Und einkaufen tun sie auch nicht gut, also das ist das Nächste. Ja, Breaking Bad wurde von Arte aufgekauft. Ja. Das wurde auf Arte gezeigt. Ja. Das ist echt ungewöhnlich. Also sowas hätte ich eher schon bei den Privatsendern vermutet. Nein, finde ich nicht. Passt zur Arte sehr gut. Ja, das auf jeden Fall. Da ist nichts gegen zu sagen, aber ich hätte schon erwartet, dass ProSieben oder sowas es kauft. Wobei ich mir ja nicht sicher bin, die kaufen du dir Arte nicht wirklich was, sondern die kriegen das, was von ZDF und ARD überbleibt, oder? Also ich könnte mir das eher so vorstellen, dass die sagen, dass die große, diese Dinge werden immer in Paketen verkauft. Das heißt, du kannst nie eine Serie kaufen, du musst immer ein Paket kaufen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ZDF gesagt hat, wir wollten, keine Ahnung, vielleicht Sherlock oder sowas haben, keine Ahnung, wie die, ich sage jetzt irgendwas. Ich glaube ja, nicht, dass die in einem Paket sein. Aber du weißt, was ich meine, ja? Ja. Also muss nicht sein, hängt davon ab, wer sich die Rechte dann gekauft hat davon, ja. Also es kann schon sein, dass die Firma, die keiner kennt, so, okay, die das paketiert, glaube ich nicht, aber es ist nur das Beispiel. Und Sherlock, Krimi passt zu uns, weil, Ding, aber Breaking Bad ist schon nicht Krimi, ne, und vor allem, der ist ja böse, ne. Also, sagen wir, könnte ich auch 3 Stunden drüber legen, aber kein Trauma hier. Susan, du hast gesagt, du machst mit Kameras was? Oder habe ich es falsch verstanden? Ich meine, das ist alles etwas verwoben, weil ich natürlich versuche, also nicht Werbung in dem Sinn zu machen, sondern Geschichten zu erzählen, weil ich halt glaube, dass die Zeit der Werbung eigentlich vorbei ist in der Form für so kleine Unternehmen. Das bringt, wir können... Also du versuchst dich künstlerisch zu betätigen, ich habe jetzt Aufmerksamkeit für deine Firma zu machen. Wir haben 2008 angefangen. Wir haben natürlich angefangen mit dem, muss man sagen, wir sind im Ausdauersport vor allem vertreten und im Triathlon, weil es eine kleine Gruppe ist. Und haben angefangen, mit Athleten zusammenzuarbeiten und auch die für uns ein bisschen zu nutzen, eine Marke draus zu machen. Und haben so angefangen, also das Marketing, also mit der Kamera zu arbeiten, und das hat sich dann immer mehr verfeinert und auch Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen Cross-Culture sind, weil die sind ja weltweit, diese Veranstaltungen, auch hier ein bisschen zu sehen, wie werden denn die verortet in der Gegend, wo sie sind, wer sich da aufgepfropft und wie ist das, wie wird dann Sport als kulturelles Phänomen in so einer Gegend, und das versucht man den kleinen in ganz kurzen Episoden immer wieder jetzt was zu machen. Und der Weg entsteht halt beim Gehen. Ne? Das ist ja nicht, also so versuchen wir halt unsere Geschichte zu spinnen und diese Vielfalt, für die Biest mich halt als Marke steht. Also ich rede jetzt nicht von der Substanz, sondern auch von der Marke. Diese Vielfalt irgendwie zu spiegeln in dem, was wir tun, auch in den Fotos und die wir machen, und halt dann haben und über die Jahre entwickelt man so seinen Stil und versucht auch ein bisschen ein Statement und ein bisschen Stellung zu beziehen und nicht nur zu schreien, wir sind die Größten oder irgend sowas. Das heißt, du machst Werbung, kleine Filme über eure Community, eurer Kunden. Ja, so, oder okay, aber auch dort, wo man halt, wenn man einetwegen, egal jetzt, wenn man auf Hawaii ist, dass man dort anders mit Hula, das, was heißt Hula, was heißt der Sport, der Ausdauersport, was heißt das in dieser Welt, wie schaut das im Mittleren Osten aus und solche Sachen, also unterschiedliche Themen. Und das
Ja, und das mache halt das Übliche auf Vimeo und auf YouTube. Und dann habe ich so einen Blog und halt. Sagst du eine Adresse von dem, dass man das. Von unserer Webseite, ja. Von dort kommt eigentlich das www.bistmilch.com. Bistmilch.com, okay. Und wir tun für halt primär auch die Community in Englisch bedienen. Ja, Film, weiter Film oder was anderes? Ich kann was zu Cobra 11 jetzt kurz was sagen. Zu Cobra 11, du hast dieses Autobahnstück gesehen mit den kaputten Autos. Ich darf das mal zurück. Kürt-Karl Scheuren ist ja ein Ort, wo verdammt viele Sachen gedreht worden sind. Unter anderem Big Brother und ganz viele Serien. RTL ist dort ziemlich aktiv gewesen. Inzwischen ist dort eigentlich Tote Hose seit einem Jahr ungefähr. Der Ort wird nicht mehr so wirklich genutzt. Wo ist der Ort circa? Das ist südlich von Köln. Okay. Ja. Surprise, surprise. Ja, RTL. Okay, ja. RTL sind wir jetzt in Deutz. Und was sieht man da jetzt bei dieser Autobahn? Ja, das ist gar keine Autobahn. Das ist in der Nähe von einer Bahnstrecke und hat eine eigene Bushaltestelle, weil dort ganz viele Filmstudios sind. Und ist ein künstlich angelegtes Stück Autobahn von ein paar Metern. Also es hat einen Anfang und ein Ende. Ne? Also ja, ja, es ist wirklich ziemlich kurz. Das Stück Autobahn. Also ein kurzes Stück Straße im Nichts, oder? Ja, ein ganz breites Stück Straße. Nichts, also ein Stück Autobahn ohne Autobahnanschluss. Ja, ja, genau. Es ist daneben ist ein Hochhaus. Das sieht man in der Serie nie. Das ist einfach nur gut geschnitten. Und auf der anderen Seite sind Wohnhäuser. Mhm. Und um die Autobahn herum stehen jede Menge Schrott. Autos. Das heißt also, es ist ein Wunder, dass sie das filmen können, ohne dass man die Schrottautos, die Häuser drumherum sehen kann. Ja, ja. Spannen sie dann entweder irgendwelche Greenscreens oder Bluescreens auf. Und, oder, ja, genau. Und zwei alte Hubschrauber stehen da auch drauf. Ich weiß nicht, ob die funktionstüchtig sind. Und vielleicht sind... Ja, die sind alle schon viermal in die Luft gesprengt worden. Ja, die Autos sind wirklich nur dafür da. Also ich weiß nicht, woher die nehmen. Ein paar hundert Meter weiter ist ein richtiger Schrottplatz, wo man dann Einzelteile kaufen kann. Und was halt das Spannende daran ist, also am Filmemacherischen, ich meine, die simulieren ja Geschwindigkeit, schaffen aber für die Länge ja gar keine Geschwindigkeit. Ja. Wie geht das denn? Schnitt, Einstellung, Wackeln, ja. Was auch immer, ja, lautes Motorengeräusch, das dem entspricht, was du dir vorstellst, und der Geschwindigkeit und all diese Dinge. Aber sie können ja, das wäre ja auch gefährlich für die Schauspieler, ja, in bei dieser Geschwindigkeit zu drehen. Mhm. Das heißt, die fahren dann halt zügig, ja. Und das ist das Spannende daran, ja. Ich meine, das ist halt der Schaß, aber. Also ich habe noch nicht dort was einen Dreh gesehen oder sowas. Aber gibt's auf YouTube. Ja, ich meine jetzt live. Irgendwelche RTL-Magazine, die dort dabei waren, die sehen, ja, sich da inzuchtmäßig über ihre eigenen Dinge berichten, als die wieder sitzt. Aber das wirklich Lustigste in der ganzen Gegend überhaupt ist der daneben liegende Kreisverkehr. Und zwar ein echter Kreisverkehr. Da läuft direkt eine Straße dran vorbei an diesem Stück Autobahn. Anführungszeichen Autobahn. Und sie führt halt direkt zu einem Kreisverkehr. Und dieser Kreisverkehr heißt im Volksmund Wurstkreisel, weil da mitten auf dem Kreisverkehr, also in dem Mittelpunkt, ein Objekt steht. Eine Statue, könnte man sagen, aus Stahl, die eine Wurst darstellt mit einem Gesicht und einem Finger, der einfach so hoch zeigt, so richtig fröhlich. Also das Ding kommt daher, weil nämlich daneben die Firma Rehmagen ist. Das ist ein Wurstproduzent und die haben diesen Kreisel, den Wurstkreisel halt gespendet. Also Hürt-Karl Scheuren lohnt sich mal durchzufahren. Da ist jede Menge lustiges Zeug zu sehen. Also das ist der urigste Ort, den ich überhaupt kenne. Filme hatten wir doch, ne? Ja, Filme. Stefan? Oh, ich habe Urlaub in meinem Kasten gemacht. Ein altes T-Shirt wieder ausgekramt. Das hat mich nämlich daran erinnert, an einen Urlaub, den ich mal gemacht habe in Schottland. Und da war ich dort beim... Was steht dort? Der Falkirkwil. Okay. Das ist ein Schiffshebewerk in der Form zweier Räder, die gekoppelt sind durch zwei
Badewannen, zwei riesige, wo man mit einem Schiff reinfahren kann und sich dann um 18 Meter oder 20 Meter oder so heben lassen kann da drinnen. Damit in einen anderen Kanal reinkommt. Damit man in einen anderen Kanal reinkommt und nicht durch die alten Schleusen fahren muss, da musste man früher, glaube ich, durch 15 oder 20 Schleusen oder so durchfahren und dann haben sie sich gesagt, na, dann müssen wir irgendwie was anderes machen, weil für Wirtschaft ist das eh alles nicht mehr relevant, das ist eh nur mehr so Ausflugs Schifferverkehr und Segler und Hausbootfahrer und so, die vom, also die quer durch Schottland durch wollen. Und dann hat man das so quasi gleich auch als Touristenattraktion gebaut. Schiffshebewerke gibt es ein paar, in Deutschland gibt es auch ein paar, nicht? Jede Menge. Die alle im Großen und Ganzen gleich funktionieren und ziemlich technisch aufwendig sein, weil das eben Riesenpumpen braucht, dass das ein Schiff wo raufhebt. Und die haben so als Idee, quasi wie eine Schaukel zu haben, dass wenn ein Schiff raufgehoben wird, dass dafür ein Becken, ein anderes Becken mit viel Wasser runterfährt, sodass selber wenig Energie notwendig ist. Und mit einer Schaukel geht es schwer, weil die am falschen Ende sind. Darum sind die sozusagen in einem Rad angeordnet, vis-à-vis zueinander. Also das eine Schiff ist gerade oben, das fährt oben rein in die obere Wanne, unten in die untere Wanne fährt das zweite Schiff und dann dreht sich das so um. Was? Ja. Das heißt, das eine Schiff steht über dem anderen? Steht kurz beim Reinfahren über dem anderen. Und wenn sie dann die halbe Drehung gemacht haben, dann sie haben die Plätze getauscht. Krass. Das obere kann oben rausfahren, das untere kann unten rausfahren. Schön. Und aber die sind dann schon gelagert, nicht, dass sie dann umgedreht werden. Die sind frei gelagert, wie vielleicht auch beim Riesenrad die Gondeln dran hängen. Ja. So hängt es dann auch eben drin und das ist eine Riesenmechanik da drinnen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, auf einem Schiff, unter einem Schiff zu sein. Genau, ja. Und man kann da auch, also da, der Hauptbetrieb ist eigentlich Touristenbetrieb für die Leute, die hinfahren, um sich das anzuschauen. Die Schleuse ist wesentlich attraktiver als die Schiffe. Absolut, viel attraktiver. Da fährt man eben dann mit so einem Ausflugsboot rein, da passen, weiß nicht, 100 Leute drauf oder so, dann fährt man einmal rauf, fährt man noch durch einen Tunnel durch, weil um in den anderen Kanal zu kommen, muss man noch durch einen Berg durch. Also die haben dann auch noch einen Tunnel durch den Berg gebaut, wo das Wasser eben drin ist. Und wenn man dann am anderen Ende ist, ab dort ist der Kanal, da drehen sie dann wieder um. Das Ganze ist in Schottland. Und wie heißt der Ort genau? Falkirk. Das ist im Prinzip ein gleichschenkeliges Dreieck zwischen Glasgow, Edinburgh, also in der Mitte und ein bisschen nördlich davon. Also es ist relativ zentral, wenn man in Schottland ist, kann man dort bequem hin. Das war jetzt nur gerade, oder? Da fehlt noch ein dritter Punkt. Für Falkirk. Achso, Falkirk. Ich hätte jetzt einen super tollen Vorschlag. Wir bauen jetzt hier in Wien eine Rolltreppe ins Nichts, weil und natürlich wieder nach unten. Das, wieso bauen wir das? Einfach nur, weil es völlig sinnlos ist und eine Attraktion ist. Und wir haben es definitiv nicht aus einer amerikanischen Serie geklaut. Lobster? Lobster? Jetzt schon? Ja, also generell. Na, ich werde einfach durchslashen durch ein paar meiner Themen, damit ich es einfach abarbeite. Ich habe mich befreit hier aus meiner sinnlos Star Trek-Serien-Schauungen. Warum? Wir kommen jetzt alle auf Netflix, bitte. Alle kommen jetzt. Und dann, innerhalb von 24 Stunden, kommt dann die neue Folge jeweils auf Netflix. Auch hier kein Grund zu sorgen. Ja, wie bei Better Call Saul. Du, ich mache keine Werbung für Sorgen. Ich bin selber bei Amazon Prime und habe dort auch die Star Trek Folgen, die ich mir angeschaut habe, geschaut. Aber die sind zu Ende und ich bin froh. Außerdem habe ich mir eine kleine Investition letzte Woche geleistet. Ich habe mir einen Beamer gekauft. Deswegen bin ich jetzt motiviert, mir sowohl Spiel als auch Serien als auch Filme in großen Massen reinzuziehen, was ich halt die in großen Maßen und Massen. Ja, genau. Ja, und das ist besser, die mit Beamer zu schauen, als auf deinem Tablet oder wo du sie vorher geschaut hast. Größer. So die Simplizität. Das heißt Pong auf dem Beamer. Antwort. Pong auf dem Beamer. Nein, ich habe gespielt Brothers: A Tale of Two Sons. Hat mich überrascht, ist 2013 rausgekommen und ich habe es mir irgendwann mal im Humble Bundle gekauft, hatte aber jetzt, der Rechner war nicht frei, beziehungsweise hatten wir jetzt auch keinen Schirm frei, wo ich es hätte spielen können. Jetzt hatte ich die Möglichkeit und das war ja so ein Achtungserfolg im Jahr 2013. Das heißt, in ziemlich vielen Podcasts habe ich darüber gehört und deswegen hat es mich interessiert. Und das ist ein Spiel, das eigentlich so, naja, am Anfang siehst du noch ein bisschen Schrift, aber es kommt eigentlich ohne Sprache und ohne Schrifterklärungen aus. Und das spielt in so einer nordischen Fantasy-Welt. Und du spielst ein Brüderpaar. Also die Geschichte ist so schnell erzählt. Das Brüderpaar hat einen kranken Vater.
Und du bringst diesen Vater zu einem Arzt und der sagt, gibt dir eine Karte in die Hand, dem Brüderpaar, und sagt, naja, da müsst ihr entlang und holt doch die Medizin für den Vater. So, das wird alles erklärt, weil ich gesagt habe, ohne Worte, in einem Simlish, wenn euch das was sagt, so Fantasiesprache, so okay, wie die Sims reden. Was mich ja schon ein bisschen so meckern auf hohem Niveau, aber das hat mich schon so ein bisschen aus der Stimmung rausgehoben. Was man sagen kann, die Grafik ist atemberaubend. Sie arbeiten halt sehr viel mit so Tiefen, Gebirgen, Abhängen, schöne, weite Landschaften. Und das Besondere an der Mechanik ist, es ist ein Rätselspiel. Ein Rätsel, Geschicklichkeit, ein bisschen Actionspiel, aber nicht wirklich. Du steuerst die beiden Brüder mit dem Controller und mit jedem Daumen spielst du einen dieser Brüder. Also und du spielst zwei gleichzeitig. Mhm. Gleichzeitig, genau. Und du kannst eben die beiden steuern. So, das erste Rätsel ist ganz klassisch. Du musst eine Bahre nehmen, einer vorne, einer hinten. In der Mitte ist der Vater und musst ihn halt so tragen. Und solche Rätsel gibt es halt ganz viele. Einmal kommt der kleine Bruder durch Stangen durch und kann gewisse Mechaniken auslösen. Oder sie müssen gemeinsam an so Gestängen irgendwie anschieben. Das geht nur zu zweit, weil sie zu zweit genug Kraft haben und so. Das ist ein Rätselgeschicklichkeitsspiel. Und die Rätsel sind nicht schwierig. Und ich sage jetzt auch einmal, für mich ist es, war jetzt auch nicht die Hauptmotivation, die Knackigkeit der Rätsel, weil du spielst das eigentlich zügig durch. Aber es war ein ideales Beamer-Anfangsspiel, weil einfach das mit der Unreal Engine ein wirklich wunderschönes, also die Landschaften, die drinnen entworfen werden und so wie es erzählt wird, ist das einfach ein schönes, interaktives, filmähnliches Erlebnis. Ja? Ich habe es in zwei Abenden noch durch, es ist auch nicht jetzt lang oder so. Die Figuren selber sind nicht so spitzenmäßig detailliert gerendert, macht aber auch nichts. Wie gesagt, es lebt durch die Landschaften. Mir hat es ein bisschen dann noch vom Handlungstechnischen ein bisschen die Suppe versalzen, weil man doch auch merkt, von der Dramaturgie hat es etwas Japanisches. Das heißt, so im zweiten Handlungsabschnitt kommt so eine gewisse Theatralik auf, die mir dann wo ich mir dann schon gedacht habe, ja, vor 5-6 Jahren hätte ich da vielleicht, oder vor 8 Jahren, wenn ich mich so ein bisschen mehr Anime geschaut habe, hätte ich das besser verkraftet als so. Aber es ist trotzdem ein wirklich wunderschönes, stimmungsvolles Spiel und man kann das auch herzeigen, auch vielleicht einem jüngeren Publikum, allerdings nicht allzu jung irgendwie, weil es kommen dann durchaus auch blutigere Passagen vor. Und nicht wirklich brutal, aber durchaus unheimlich. Ja. Okay. Und also was mich zum Beispiel beeindruckt hat, in einem Abschnitt latscht du durch ein Gebiet, wo anscheinend Riesen miteinander gekämpft haben. Und da musst du halt zu zweit das Brüderpaar so Körperteile wegbewegen und so und latscht durch diese riesigen Körperlandschaften auch irgendwie durch. Und das fand ich gut. Also alles im allem haben sich eigentlich die Rezessionen irgendwie in den Podcast, die ich im Vorfeld gehört habe, bewahrheitet und war ein schönes Spiel, um einfach auch den Beamer ein bisschen auszutesten und alles, was ich jetzt angemerkt habe an negativen Dingen, kann man bekritteln, muss man aber eigentlich nicht. Das ist einfach Geschmacksfrage auch. Hat mir einfach nicht so. Und die Grafik ist handgezeichnet oder gerendert? Oder? Gerendert, weil die so Unreal. Es ist eigentlich, man könnte es wahrscheinlich wie ein kitschigeres Skyrim oder in die Richtung. Nicht so Richtung Bioshock? Oh, auch Bioshock, aber Bioshock ist schon von, ja, weil es lieblicher ist, das Dreierteil zumindest. Der Dreierteil zumindest. Ja, der Dreierteil. Ja, genau. Ja, kann man auch in die Richtung. Ist halt ein anderes, ist halt zu eher das Fantasy-Genre und so. Aber es hat auch mir gefallen. Hast du es auch gespielt, Dennis? Nein, aber ich kenne das Spiel durchaus. Also ich habe mir leider auch das Ende schon spoilern lassen. Und ich muss sagen, das Ende ist echt beeindruckend. Also ich glaube, das meinst du mit der Theatralik, das Ende. Ja. Ja. Aber ich finde das richtig genial, weil es hat schon einen Eindruck hinterlassen. Daher, das ist das Einzige, weshalb ich mir das Spiel gemerkt habe. Ansonsten fand ich das Spiel nicht so interessant. Aber es sind auch, wie gesagt, herzige Ideen drinnen. Du schaust eigentlich wirklich mehr in die Landschaft und machst dann auch so die Nebenmissionen. Setzt dich auf ein Bunker und schaust in die Landschaft rein mit den zwei Brüdern. Oder es gibt so kleine Nebenmissionen, wie zum Beispiel eine Herde von schwarzen Häschen und es gibt nur ein weißes Häschen und du setzt das weiße Häschen in die Asche und dann kriegst du so Achievements. Ihr aber merkt so schon, es wird ein bisschen unruhig. Wir können nicht mehr so lange stillhalten. Wir würden auch die schwindende
Helligkeit? Lichtverhältnisse dazu nutzen, uns jetzt doch auf den Rückweg zu machen. War cool, euch kennenzulernen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Danke. Ja. Ciao. Es tut mir leid, dass ich das so... Danke. Vielleicht schafft man sich am... Okay, ja. Gut. Ciao. Das zum Abschied. Das ist ein doch noch nicht. Tun wir die mal mit. Ja, Anna habe ich nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht. Also erwartet, dass sie hinterm Tor steht oder was? Also ich habe das eher so verstanden, sie kommt am Pressing ja, wieder. Ja, achso, erst wieder. Ja. Wo war denn der Stefan jetzt? Ja, wo glaubst du? Ah! Überleg mal. Strahlt so. Ja. Ein Radler? Ja. Ich habe mir keinen. Ja. So, bevor wir es vergessen, Harry, wenn du jetzt schon da bist, und das war versprochen, ich möchte über Vikings reden. Genau, Vikings. Ah. Ich habe nämlich sag mal deine Woche. Deine Premise, die du dazu geschrieben hast, deine Schiere. Es ist ein prolligeres Game of Thrones. Genau, ja. Ja. Erkläre dich. Ja, also es hat ein geringeres. Erklär mal, worum es in der Serie überhaupt geht, für die Leute, die es gar nicht kennen. Das muss ich erklären, ja, du bist der Serienexperte. Ich habe ja, hab nur zwei Staffeln gesehen. Aber du hast nur zwei Staffeln. Ich bin jetzt auf Amazon Prime, haben sie jetzt die vierte Staffel drinnen im Angebot. Ja. Ich bin letzte Woche fertig geworden, habe jetzt die vierte Staffel fertig geschaut. Es geht um den Ragnar Lovecroft, heißt er, oder? Lovebrok, genau, Lovebrok. Siehst du schon, aber da geht gut, schon los. Ja, und man verfolgt eigentlich sein Schicksal und das Schicksal seiner Freunde, Bekannten, Frau, Familie und den Aufstieg. Ich glaube, in der ersten Staffel ist es so, dass er eine schlaue Idee hat. Er hat nämlich ein Gerät auf einer seiner Reisen entdeckt, mit dem man den Kurs auf einem Schiff bestimmen kann, also so einem Kompass. Der mit Sonne und einer Linse funktioniert. Wow. Und nein, der Kompass, dieser Wasserschwimmkompass. Genau, richtiger Wasserkompass. Genau. Ja. Und damit hat er eigentlich den großen Plan, zu einem neuen Land aufzubrechen und um dort, wie es also Wikinger, sie sind Wikinger, ja, wie der Name schon sagt. Also nicht unähnlich wie bei Wiki, sie wollen brandschatzen und rauben und die Schätze nach Hause tragen. Und so in den ersten zwei Staffeln auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen so, dass sie da losziehen und Sachen zurückbringen. Und vor allem, sie haben dieses eine große Ziel, weil sie ja bisher verbringen sie ihre Zeit damit, irgendwelche Fischerdörfer oder andere Wikingerstämme zu überfallen. Und das Ziel ist, sie wollen nach England. Mhm. Also das ist so quasi das große Land, wo noch nie jemand war und wo es wirklich große Schätze gibt. Und wo auch das Klima ein bisschen besser ist. Also das ist dann irgendwie später spielt dann eine Rolle, dass sie eventuell kolonialisieren wollen. Mhm. Aber ja. Ja. Ansonsten die Parallelen zu Game of Thrones. Es gibt Intrigen innerhalb des Stammes. Es gibt ja gut, die gibt es bei Mad Men auch. Kämpfe. Trotzdem hat noch keiner gesagt, Mad Men ist ein Game of Thrones mit Werbung. Es hat auf jeden Fall auch diese Brutalität. Also in den Kämpfen, es geht um eine graue Vorzeit, wo die Sitten sehr viel härter sind. In der Blutigkeit sind es um einiges blutiger als auf Game of Thrones, bilde ich mir ein. Es gibt da so ein, zwei Szenen, wo so lange Menschen Opfer gibt, beispielsweise. Ja. So, das muss man sagen, da geht es schon mal arg zur Sache. Mhm. Und was mir noch aufgefallen ist, sie schauen alle aus wie Fußballer. Sie haben alle die modischsten Sidecuts, Undercuts, Overcuts. Der Hauptdarsteller ist ja direkt vom Laufsteg gecastet. Der ist ein Calvin Klein Model. Wirklich? Ja. Wirklich, der kein Scherz. Der ist wirklich ein fescher Typ. Und die haben sie wirklich aus dem was gemacht. Der hat jetzt mitgespielt in, habe ich mir sagen lassen, ich habe ihn noch nicht gesehen in dem World of Warcraft Film. Falls der Captain vielleicht gesehen. Ja, nein, also hat er auch lange, hat halt nur lange Haare gehabt, aber habe ich mir sagen lassen, dieselbe Rolle gespielt. Travis Frimmel heißt er für die. Hat jemand den World of Warcraft Film gesehen? Leider nicht. Mein Mitbewohner Gott sei Dank nicht. Aber der Travis Frimmel, muss ich sagen, ist einer der Hauptmotivationen, warum ich mir die Serie anschaue, weil der Typ kann einfach so herrlich wahnsinnig schauen zwischendurch. Also wenn er jemanden kritisch anschaut oder zwischenzeitlich geht es ihm auch gerade gesundheitlich, also nicht gesundheitlich, geistig nicht so gut, er hat diesen gewissen entschlossenen Wikinger-Wahnsinn in sich und das verkörpert das sehr gut.
Das ist der verzweifelte Blick zum Souffleur, ich glaube. Souffleur bei der Serie, das wäre was. Ich kann den Text selber und sag mir nicht alles vor. Also ich meine, es fängt ja schon damals an, dass Game of Thrones Fantasy ist und Vikings historische Serie sein will. Das ist einmal der erste große Unterschied. Ja. Ein sehr, sehr relevanter Unterschied. Ja, aber die Historie von Ragnar Lothbrok ist sehr dünn gesät an sich. Ja, und ja. Diese Serie historisch, beziehungsweise Game of Thrones hat mich ja am Anfang auch motiviert zu schauen, weil es zwar eine Fantasy-Serie ist, aber sich sehr zurückhält im Fantasy. Mhm. Es gibt zwar Magie, aber sehr wenig. Es gibt Drachen, aber sind auch nicht so einfach. Es ist eigentlich für mich eine gefühlte eine Mittelalter-Serie, was für mich den Zugang erleichtert, weil sobald Elfen rumspringen und so, wird es für mich schwierig. Ich meine, sieh es mal im Kontext. Du hast gesagt prollig. Okay, ich hab vor allem ein Problem mit dem Wort Brolic. Ich habe mit dem Game of Thrones-Vergleich gar nichts ein Problem. Ja. Mit dem Brolic implizierst du A, RTL und damit Minderwertigkeit, das, was ich vorher angesprochen habe. Und ja. Das kann ich auf der Serie nicht sitzen lassen. Und da ist es mir wichtig, das Ganze ein bisschen in einen Kontext zu setzen. Mhm. Welcher Sender hat Vikings gemacht? Gute Frage, sag. Ich weiß es auch nicht, ich kann es nur auf zwei runterbrechen, weil ich habe es vergessen. Mhm. Es ist entweder National Geographic oder Discovery. Ah, okay. Also, und hier hast du deine Antwort, was ich sagen will. Das ist kein, es war nicht RTL, sondern es waren Sender, die auf den Serienzug aufspringen, oder ein Sender auf den Serienzug jetzt aufspringt und versucht, in seiner Zielgruppe zu bleiben. Natürlich machen die auch, wenn man sich das so anschaut, machen die auch ziemlich viel Schaß und ziemlich unnötige Dritte Reich-Dokus. Und ihr kennt all diesen Schaß, ja, der auch teilweise auf Netflix schon zu haben ist. Aber ich meine, im Grunde ist es trotzdem so eine Art Unterhaltungs- plus Bildungsfernsehen. Also man will nicht nur unterhalten, sondern auch bilden. Das ist der Anspruch, wo ich das Brolic nicht mehr kenne. Ja. Also sie haben versucht, vielleicht dann auch unglücklicher zu treffen. Es ist auch eher von den Handlungssträngen her. Ich meine, Game of Thrones ist halt, wie du schon gemeint hast, eine sehr komplexe Serie. Hier sind die Handlungsstränge wesentlich simpler und einfacher zu folgen. Wobei, und das ist der Grund, warum ich habe nämlich in Vorbereitung auf heute, wollte ich mir nämlich dritte und vierte Staffel anschauen und habe begonnen und es war mir tatsächlich zu mühsam. Also entweder lag es gerade an der Stimmung, der ich gerade war, oder ist jetzt schon länger her, aber es war mir tatsächlich nicht so, ich konnte mich nicht mehr so gut erinnern, was in Staffel 2 passiert war. Mhm. Und es war dann auch relativ komplex. Mhm. Im Sinne, dass es sehr fordernd war. Sie sprechen ein bewusst schlechtes Englisch, also sie sprechen bewusst mit irgendeinem pseudo-skandinavischen Akzent. Es sind gar nicht so viele, die Schauspieler sind alle ziemlich durchgemischt. Ja. Und wieder eine Kopie von Game of Thrones. Nein, aber es sind also ich meine, die meisten davon sind schon Briten, aber es sind Schotten, Iren, ein paar Skandinavier. Also wirklich kennen tut man noch kaum wen. Es ist einer von den Skarsgård-Söhnen ist dabei, Gustav. Also ihr kennt Stellan Skarsgård wahrscheinlich, 100.000 bekanntester schwedischer Schauspieler seit langem. Ihr habt sicher hunderte Sachen mit dem gesehen, versprochen. Und der hat drei Söhne, die alle drei relativ cool im Geschäft sind. Und die zwei bekanntesten davon, die auch in den USA im Tätigen sind, sind der Gustav, der ist der Hässliche. Er verliert seine Haare und der ist wirklich ein hässlicher Typ. Und der Alexander ist der Schönling und Model. Mhm. Und der hat True Blood, diesen Chefvampir, den einer da gespielt. Und der ist auch schon, genau. Der ist halt so vielen Schönling-Rollen jetzt gecastet. Und also das sind diese zwei von den drei Söhnen, die das stimmt. Auch. Wobei er hat auch bei Melancholia, kann man zu seiner Verteidigung sagen, mitgespielt. Okay, ja, bei den Ausreißer. Stellan Skarsgård. Der berühmte Schwede hat er in diesem Rachefilm letztes Jahr mitgespielt. Okay. Ich weiß es nicht. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr irgendwie im Kino aktuelle Filme schauen. Also ja. Ja, Vikings. Wie gesagt, ich fand es dann ein bisschen, es fehlt noch einiges zu einer richtig guten Serie. Okay. Und es ist, wie gesagt, es ist sehr, ja, es ist aber nicht schlecht. Ja, das sage ich auch. Und ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln haben mich auch am meisten gefesselt. 3 und 4 waren nicht schlecht, aber ja, man merkt auch so jetzt dritte, vierte, ein bisschen ist schon auch ein Hänger drin, obwohl
englischer König und so, sind schon noch ein paar gute Charakteren so jetzt im weiteren Feld. Sie haben es ja nicht geschafft, also sie wollten so historisch korrekt wie möglich sein, aber sie sind einfach gescheitert, wie das so sein muss. Also das ist auch wieder, das ist das Gleiche, was ich sage, willst du Geschichte verfilmen oder Geschichte adaptieren? Ja? Also, und ich glaube aber, dass das, ich sehe in solchen Serien immenses Potenzial als zum Beispiel auch von öffentlich-rechtlichen Sendern. Dass man sagt, man macht solche Serien mit einem dezidiert historischen Hintergrund und so ein Jurassic Park-Effekt. Ja? Also man macht etwas mit naturwissenschaftlichem oder geschichtswissenschaftlichem Hintergrund und programmiert dann im Idealfall einen halben Sender drumherum. Ja? Oder zumindest Schwerpunktprogrammsetzung oder so. Da sehe ich zum Beispiel eine Chance für öffentlich-rechtliche Sender, gute Qualitätsserien zu produzieren. Ja? Und wie gesagt, bei Discovery oder eben dem anderen, National Geographic. Einer von den beiden. Also eher wahrscheinlich Discovery, würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Und die produzieren als nächste Serie eine Ritter-Serie, die wird dann produziert vom Jeremy Renner. Hawkeye. Und was hat er sonst noch gespielt? Born. Ah ja, weiß schon, dieser Action. Ja, dieser Action-Typ. Und in Avengers spielt er den Typen mit dem Bogen. Erst. Ja, ich sehe da Hawkeye. Hawkeye ist der, ja. Hawkeye, genau. Also der produziert diese Ritter-Serie und cool. Und da wollen sie eben das Ganze noch eine Spur weiter drehen und sagen, okay, wir gehen jetzt in Richtung Action. 100 Jahre weiter und machen das oder wie auch immer. Weil du sagst, gut recherchiert, ich möchte einwerfen, es gibt diese Horrible History aus England. Das haben sie, glaube ich, als Kinderserie gestartet, aber die hat dann recht, also angeblich einen recht hohen Anspruch, dass gut recherchiert sind. Mhm. Okay. Und es ist einfach, sie spielen so Sketches eigentlich im Wesentlichen und das. Und dann steht halt immer so eine Zeichentrickmaus und die sagt dann, this is true oder this is real true oder this really happened. Und dann und versuchen halt so möglichst absurde Fakten von der Geschichte halt darzustellen, die meistens ein bisschen makaber sind. Und ich mag dieses, wenn es bei Serien um mehr geht. Mhm. Ja? Weil ich meine, eine Serie einfach nur anzuschauen, weil sie unterhaltsam ist, das ist das, was jetzt neu ist. Serien sind nicht mehr nur unterhaltsam. Ja, wir sind einfach nur da, dass das ja nach dem. Ne, aber ich sage, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Ja. Es gibt die Serien, die tatsächlich gesellschaftspolitisch relevante Themen aufreißen. Mhm. Es gibt welche, die eben Bildung vollbringen können. Es gibt, es gibt filmische neue Ansätze, die man ins Fernsehen bringen kann. Ja. Und wir müssen halt immer wieder was finden. Also bei mir ist es das, also wenn ich merke, dass eine Serie dann im weiteren Verlauf der Staffeln nur dafür existiert, ihren eigenen Plots irgendwie die Leute durcheinander rennen zu lassen, da beginne ich meistens die Motivation zu schauen zu verlieren. Mhm. Und deswegen, ich schätze auch manchmal so das Format der Miniserie, weil ich da wenigstens hoffe und oft auch dafür belohnt werde, weil sie auf was hinaus wollen und auch so ein dezidiertes Ende und Dramaturgiebogen haben und ich nicht das Gefühl gehabt, dass es einfach nur Theater ist. Sehr viele Serien sind eindeutig zu lang. Mhm. Es gibt einen, ich habe jetzt wieder vergessen, wo der Begriff herkommt, aber es gibt einen eigenen Begriff bei Serien, wo der Moment, wo sie aufhören gut zu sein oder wo sie aufhören Sinn zu machen in all diesen Dingen, das heißt mit Jump the Shark. Also es ist irgendwie auf der anderen Seite, das heißt, es ist nicht mehr so spannend quasi. Ah, ja. und ich gibt's, google das, woher der Begriff jetzt wirklich, Jump the Shark, also wo der Begriff wirklich herkommt. Aber es bedeutet, dass die Serie in dem Moment, also man einen Punkt versucht festzumachen, wo die Serie aufhört, ihre USP quasi verrät und aufhört gut zu sein. Mhm. Ja. Und ich überlege gerade ein Beispiel, wo das so richtig schön offensichtlich ist. Reicht. Eigentlich bei jeder Serie, wo es dann noch eine Staffel drauf drehen, ja, nur weil es so erfolgreich war. Da ist dann oft, wenn wer aussteigt, ist auch oft der Fall, da irgendwie jemand steigt aus und hat keine Lust mehr oder sie müssen sie mit so einer Veränderung zurechtkommen. Babylon 5, du meinst, dass jemand steigt aus der Serie aus? Ah, da ist der Commander ausgestiegen. Ja, ja, das wird ja zweimal ausgewechselt. Aber er wurde ersetzt durch den Agenten von Agentin mit Herz. Das ist ein Einstieg, der unbezahlbar ist, rein seriengeschichtlich. Ja, ich finde, dass bei Babylon 5, finde ich, gilt das auch nicht. Das war ja recht gut. Die blieb ja, hat sich nie für selbst verraten.
Mir ist bei Dexter so gegangen. Wollte ich am Anfang gar nicht schauen. Dann ersten zwei, drei Staffeln habe ich mir gedacht, boah, spannend, ja, spannend, stimmt, spannend. Dexter, dann habe ich mir gedacht, aber der wird doch ewig jetzt da rumrennen. Sie werden ihn ewig knapp nicht fassen. Mhm. Wie wollen Sie das jetzt noch weiter drehen, bitte? Und in dem Moment, für mich war der Moment erreicht, wo seine Schwester dann Bescheid wusste. Genau. Das war, so das, das war das Letzte, was ich gesehen habe. Genau, da habe ich mich auch aufgehört. Also bei mir hat das schon vorher angefangen. Und zwar würde ich sagen, schon nach der zweiten Staffel. Ich fand bei der dritten Staffel schon, ja, jetzt mit diesem Anwalt, okay, aber das ist jetzt schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht so richtig. Und bei Dexter hat man ja auch schön gesehen, du hattest in der ersten Staffel eine schön abgeschlossene Handlung mit diesem einen Killer, der dann auch noch eine besondere Beziehung hatte. Und dann hättest du sagen können, wir hören hier jetzt auf. Ja, auf jeden Fall. Du hättest dann sagen können, okay, wir machen eine zweite Staffel und jetzt in der zweiten Staffel konzentrieren wir uns auf seine Beziehung und wir bringen ihn zu Ende. Weil da wurde dieser Serienkiller zu Ende gebracht oder abgeschlossen und wir bringen noch mit seiner Beziehung, die er da hatte oder sowas. Mhm. Und dann hätte er sagen können, aufhören. Aber das ist eben das, wo die Leute nicht aufhören. Und bei Dexter angeblich das Ende war ja wirklich katastrophal. Also die allerletzte Staffel habe ich auch gesehen. Ja. Das, sagen wir so, das Ende von, also das richtige Ende von der Serie. Ich habe mir zuerst gedacht, irgendwie bin ich enttäuscht, aber im Endeffekt war es das richtige Ende. Und das hätten sie auch schon nach der zweiten Staffel rein theoretisch bringen können. Oder ich meine, die Serienlandschaft, die arbeitet eh schon, um gerade so diesem Jump-the-Shark-Effekt entgegenzuwirken. Nämlich zum Beispiel, es gibt interessante Ansätze wie, wie heißt das, American Horror Story, was eine Ensemble-Serie ist. Das heißt, du hast eigentlich immer ein bisschen veränderten Cast, aber die Hauptdarsteller sind die Anthologie-Serien. Anthologie-Serien. Okay, ja. Ich habe sogar Texte dazu geschrieben für unsere Serienseite, über weil ich das ein gutes Konzept finde, aus genau diesem Grund. Du hast ein Überthema, eine Metaebene, die ist eben Horror oder American Horror in dem Fall. Und dann hast du in die Staffeln abgeschlossene Geschichten, die aber eben nochmal verbunden sind durch den Cast, der immer wieder kommt und in andere Rollen schlüpft. Ja? Und dann kommen welche dazu und es kommen welche weg. Genau. Und man ist darauf bedacht, eine gute Geschichte zu erzählen, auch mit dem Anspruch, also jetzt gar nicht den Anspruch, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern man will auch Scare-Effekte haben. Und das funktioniert super. Andere, die so funktionieren, True Detective, habt ihr sicher gehört, richtig. Fargo. Ja. Wobei haben die auch ein, das Überthema sind das natürlich Detektivstory und dass die so fertig sind. Aber bei True Detective ist es wesentlich loser. Da ist es quasi so eine Art Krimi. Du könntest doch Krimi drüber schreiben. Mhm. Also ich meine, dass es True Detective heißt. Und dann, was auch in Zukunft, was bei Serien selten der Fall ist, dass, ich nenne das immer aus einem Guss, ist das, dass jede Folge vom gleichen Autor geschrieben ist und jede Folge vom gleichen Regisseur inszeniert ist. Bei True Detective Staffel 1 war das der Fall, zum Beispiel. Dass du hattest wirklich einen Guss. Und das ist oft ein Problem, zum Beispiel gerade bei Game of Thrones merkt man das auch. Da diskutieren wir im Podcast auch immer drüber, wer hat jetzt gerade das geschrieben? Ja? Und dann gibt es welche, die irrsinnig gut mit den Büchern können und diese Buchnuancen irrsinnig gut reinbringen. Und der Nächste kann das aber nicht, schreibt dafür die besseren Action-Szenen. Und das ist dann so, wirkt ein wenig wie Stückwerk, wenn man sich darauf auskennt und sich darauf einlässt. Ja? Für den Normalo ist das gar nicht sichtbar oder nur, wenn man ihn wirklich mit der Nase draufstößt. Aber bei diesen Anthologieserien, ich finde das grandios. Erstens, das Budget pro Serie, pro Staffel ist überschaubar. Ja? Okay. Du kannst sie einzeln vermarkten, du kannst sie als Paket vermarkten. Du bist nicht abhängig davon, dass Leute aussteigen. Ja? Weil wenn einer aussteigt, dann ersetzt ihn oder sie halt. Also du machst Risikominimierung, verlierst aber kaum was von dem, was eine Serie ausmacht. Weil du trotzdem die Charakter dann schon kennst. Weil du die Schauspieler kennst. Nein, die Charaktere sind andere Geschichten. Achso, sind andere Geschichten. Du kennst nur einen Schauspieler, aber nicht seinen Charakter. Und der Schauspieler ist auch kein Muss, dass der Schauspieler ein roter Faden ist. Also wie gesagt, bei American Horror Story, die erste ist so ein Leute ziehen in ein Haus rein. Zweite Staffel ist Irrenhaus. Ist das Irrenhaus. Dann gibt es die Freakshow. Dann gibt es das Hotel. Ja, genau das Hotel. Also das sind so diese und das sind aber teilweise die gleichen Schauspieler dabei. Also okay, bei True Detective und Fargo ja nicht. Da war es eben nicht so, genau. Ja. Aber dafür haben sie top gecastet, weil sie quasi Hollywood-Filmschauspieler dieser Qualität wie Woody Harrison und Matthew McConaughey geholt haben. Und in der zweiten Staffel waren es ja auch einige Colin Farrell, Rachel McAdams, Kirsten Dunst. Vince Fargo war in der zweiten Staffel.
In der zweiten Staffel, ja. Fargo jetzt, ja, aber ich meine, es ist Detective Center. Achso, okay, Vince das war jetzt nicht. Oder? Vince Vaughn, genau. Ah, okay. Gut, den will ich jetzt nicht. Ja, da war ein bisschen ein Sorgenkind. Oder? Mit der und der Top-Schauspieler. Ich war den aber nicht so schlecht. Die hat die zweite Staffel ehrlicherweise nicht gesehen. Also nicht gesehen. Nur die ersten 20 Minuten. Okay, verstehe. Also Fargo finde ich erste Staffel ziemlich gut. Das, ich fand das ein bisschen abklatschig vom Film zuerst und den Fargo-Effekt. Also den typischen Coen-Brüder-Effekt fehlt mir bei Fargo total. Wobei bei der ersten Staffel geht doch eh alles für schief, oder? Ja, aber dieser Fargo, also ich meine, mit Fargo-Effekt bezeichne ich das, was die Coen-Brüder immer wieder schaffen. Und zwar, ihr kennt die Szene in dem Film wahrscheinlich schon, wo er auf ein verschneites Parkhaus fährt und dann irgendwie Kurven dreht. Mhm. Das ist so sinnlos. Wieso fährt er eine Kurve? Und man fragt sich, was soll jetzt eigentlich der Scheiß? Hä, was ist das jetzt? Wieso fährt er dann solche Schleifen? Und im Endeffekt wird das so nicht direkt aufgeklärt, aber man versteht es zum Schluss schon. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Grund, aber es war schlüssig. Das passte zu der Person. Und das ist für mich, bezeichne das als Fargo-Effekt, weil ich diesen Effekt wirklich in Fargo, ist er so prägnant. Oder wie sie angerufen wird und dann telefoniert und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das ist halt auch ein bisschen die Erwartung der Serie. Ist vielleicht da auch ein bisschen ein anderes Medium als der... Richtig, ja. Ich habe von der zweiten Staffel nur die erste Folge gesehen, aber die auch meine Kollegen sagen, die zweite Staffel ist grandios noch einmal. Also die erste Staffel war quasi so ein bisschen sehr filmtreu. Mhm. Die hat mir aber gut gefallen und ich mag die Coen-Brüder überhaupt nicht. Ich mag ihre ganzen Filme nicht. Ich mag sie nicht. Das mag ich besonders. Ich mag sie überhaupt nicht. Also ich kenne fast alle ihre Filme oder zumindest die, also wirklich auch die bekannten, aber ich kann mit ihnen nichts anfangen. Ich schaue es mir dann meistens an, weil halt irgendwie laufen und irgendwie die Leute sagen, ja, du musst dir das anschauen, aber ich kann mit dir nichts anfangen, so richtig. Und die Fargo-Serie kannst du empfehlen? Wir haben zur ersten Staffel auch einen Podcast gemacht, wo wir auch genau darüber reden, Coen-Brüder, damit, wie gut sie sind oder nicht sind, oder ob man mit ihnen was anfangen kann oder nicht. Ja. Und wie gesagt, die Frage, also Fargo Staffel 3 ist ja auch schon in the making. Und der große Name, den sie gecastet haben dafür, ist, ach Gott, ein Riesenname. Rutger Hauer. Nein, noch wesentlich größer. Schade. William Dafoe. Nein, wesentlich größer. Irgendein großer Name war es, ach Gott. Malcolm McDowell. Der Agent aus Agentin mit Herz. David Hasselhoff. Größer. Nein, ist wirklich ein großer Name, der, glaube ich, noch nicht so wirklich fast 2 Meter. In Serien vorkam. Ja. Almost. Ich schaue das jetzt nach, verdammt. Ja, das macht jetzt aber oder bist du im WLAN drin? Nein, im Flugmodus. Wurscht. Ich reiche das nach in die Shownotes dann. Rostmüde. Rostmüde. Okay. Ich habe ja geplappert über selbstfahrende Autos das letzte Mal. Mhm. Habe mich an eine Sache nicht mehr so richtig erinnert. Jetzt habe ich es recherchiert, wie das ist. Ich wusste in der Schweiz, da fährt doch was rum. In der Stadt Sitten, die auf Französisch Sion heißt, gibt es einen automatischen Postbus, der schon durch die Stadt fährt, ohne Fahrer. Schaut ein bisschen wüst aus, das Gefährt, sein Glaskastel auf Rädern halt. Aber es fährt dort durch die Innenstadt ein paar Stationen. Also das geht los. Eine Garnitur oder mehrere? 2 Busse, glaube ich, sind es, die da fahren. So 5-6 Stationen. Wie lange haben Sie das schon in Betrieb jetzt? Ich würde sagen, im letzten Jahr irgendwann in Betrieb genommen. Da habe ich es gehört. Ich habe mich nur mehr dunkel daran erinnert, also es muss ein paar Monate schon... Die fahren eine Art Kreis, oder? Genau, die fahren ist einfach und ein Linienbus. Und auch gegengleich wahrscheinlich immer, oder? So von da. Ich glaube, die fahren einfach hintereinander sozusagen eine halbe Schleife. Es ist nicht so eine Riesentour. Es ist, glaube ich, auch mehr Testbetrieb als sonst was, so City-Busverkehr. Ich habe geschaut, es gibt YouTube-Videos dazu, die sind relativ unspektakulär, weil da fährt er nur auf einer abgesperrten Strecke am Hauptplatz. Also das wirkt ein bisschen fake, aber wenn man dann auf der Seite schaut von der Schweizer Post, vom Postbusbetrieb, da ist richtig der Verkehrslinienplan und so weiter. Also angeblich fahren die dort richtig schon herum.
Und in Amsterdam soll es auch losgehen mit einem Mercedes-Bus, da sitzt dann ein Fahrer drin, während in Sion, da sitzt kein Fahrer drin. Der fährt wirklich selber. Der Fahrer als Backup sitzt da noch drin? Der sitzt das, ja. Ja, oder macht die Türen auf und so. Ja, ja, solche Geschichten. Mhm. Ich habe ja bis vor kurzem noch für eine Firma gearbeitet, die für eine größere Industriekonzern gearbeitet hat. Und da habe ich auch öfter gelesen über, da war es eine meiner Aufgaben, Medienbeobachtung zu machen. Und da habe ich auch oft gelesen über technische Neuerungen. Und da waren so Tests, wo ich nicht ganz wusste, ob das jetzt sinnvoll ist. Zum Beispiel LKWs, Strom-LKWs mit Leitungen. Mhm. Ja, also gibt es jetzt auch die erste Strecke seit einem Monat, glaube ich, ungefähr. In Schweden, das müssen wir wieder raussuchen. Bitte? In Deutschland war doch auch irgendwas. Ja, in Deutschland wollen sie so eine gescheite Teststrecke auch fliegen. Ja. Sondern, aber das ist nicht einmal mehr wirklich Teststrecke im Sinne von irgendwo abgesperrt, sondern das ist wirklich auf einer Autobahn jetzt die ersten Kilometer. Macht natürlich Sinn, wenn du irgendeinen so einen fixen Verkehr hast von einem Hafen weg oder so. Mhm. Und dann gab es auch so die erste elektrische Autofähre. Haben sie irgendwo auch in Schweden gemacht, das ist ganz beeindruckend. Also da tiefer mich noch nie mit den Dingen auseinandergesetzt, weil ich musste. Und es war ganz spannend. Da habe ich auch so viel so und über Selbstfahrendes und über eben Elektromobilität und ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt technisch nicht so viel Ahnung davon, aber es waren einfach spektakuläre Teile. Ja. Und auch ein, was ich auch gesehen habe, einen Artikel gelesen über ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen, irgendwo in Südkorea, ein Bohrschiff. Ich kann mir nicht vorstellen, das Ding kostet 4 Milliarden oder so Dollar. Und ist, ich weiß nicht wie groß, also du kannst das nur vom Hubschrauber aus fotografieren. Ja. Und Riesenteil, und du kannst dann also quasi eine mobile Ölbohrplattform plus Verarbeitungsraffinerie plus alle. Ne? Das ist einfach eine unfassbares Teil. Moment mal, hast du nicht irgendwie Artikel, immer Rezensionen und so weiter gelesen? Waren die Kunden mit diesem Bohrschiff unzufrieden oder wieso hast du das gelesen? Nein. Das ist in der Beschwerdeabteilung geschickt. Irgendwer ruft an. So, das ist, in Südkorea ist gerade ein Schiff auf Stapel und hier in Österreich und Deutschland habe ich ein Problem damit. Und das Schiff hat den schottischen Namen. Das ist jetzt gerade auf dem Bodensee. Ja, glaube ich nicht. Das ist nämlich größer als der Bodensee, kommt mir vor. Das ist ein Riesenteil. Also ein Riesenteil. Unfassbar. Vor allem, dass du ein Gefährt machen kannst, das 4 Milliarden kostet. Ja. Das ist allein nur diese Dimension dir vorzustellen. Ja. Und es ist nicht ein hochmilitärischer Flugzeugträger der neuesten Generation, da kann ich mir das vorstellen. Hm. Aber ein Industrieschiff, ja, oder ein Riesenkreuzfahrtschiff, selbst die kommen nicht in diese Dimensionen mit all dem Luxus, Millionen, die sie einbauen. Ja, kommen die nicht in diese Dimensionen. Das ist unfassbar. Und dann auch diese Führungsschiffe, die du normal hast, neben diese, was sind die dann, 20 Meter lang. Ja, und du siehst das Foto und das Schiff ist so groß und das Ding ist so groß. Ja, das zeigt uns circa eine Ameise im Vergleich zum Bierdeckel. Mein Daumennagel im Vergleich zu einer Bierdose. Also, da fällt mir jetzt auch ein Witz ein zu. Und zwar, ich fürchte mich. Es handelt von Flugzeugen. Ja, ein Ami, ein Russe und ein Deutscher treffen sich. Und Gregor Menschen. Magst du die Witze nicht? Willst du jetzt auch gehen? Gehen und lassen das Gerät da. Also bring den Witz zu Ende. Der Amerikaner meint, wir haben das größte Flugzeug der Welt. Bei uns passen 3 Footballmannschaften rein und die können noch da drin sogar Football spielen. Und dann meinte er, das ist noch gar nichts. Und wir haben das größte Flugzeug der Welt. Bei uns passen, ich weiß gar nicht mehr, mehrere Bauernhöfe rein und wir können die auch noch bestellen. Und dann meinte der Deutsche, ja, damit können wir nicht dienen. Aber ich habe da eine lustige Geschichte. Letztens meinte Captain, wir haben irgendwie so ein Ungleichgewicht hier im Flugzeug. Guck mal in der rechten Tragfläche nach. Ich in meinen Porsche, feinen rechten Tragflügel hinein, guck nach. Nichts Besonderes. Wieder zurück zum Captain. Nee, da ist nichts. Und dann, dann schau mal in der linken Tragfläche nach. Ich in meinen Porsche, in der linken Tragfläche. Auch nichts. Wieder zurück. Ja, dann schau mal hinten rein. Ich dann nach hinten.
Und da hat doch tatsächlich jemand vergessen, das Klofenster zuzumachen. Da ist ein Jumbojet um die Deckenlampe geflogen. Okay. Danke dafür. Das ist zum, das ist zu dem Bäuchchen. Du brauchst mehr Bier, Krieger. Ich lachte nicht, zwar nicht wirklich, aber der Lachreflex war. Sollen wir wirklich so Schluss machen? Ich hätte noch einen Lachreflex. Ich hätte hier noch einen Lachreflex. Noch ein Lachreflex. Ja, du hast noch ein Buch. Aber ich empfehle da, du das vorlesen, wenn die Anna da ist, weil sie hat sich extra. Ja, stimmt, extra genau. Das ist wahr. Vielleicht nur schon für die nächste Folge den Titel und einen kleinen Teaser. Es ist Schlecki Silberstein, der Buchautor. Er hat das Buch nicht wirklich geschrieben, sondern er hat ein paar Texte zusammengesucht. Das Buch heißt Ich kann... Dann ist er der Herausgeber. Okay, danke. Ja, genau, ein Herausgeber. Allerdings sind da drin Spleens beschrieben. Das heißt also, es ist nicht wirklich... ein Herausgeber, weil er hier im Prinzip... Aber er ist nicht der Autor. Das ist, er ist der Autor, aber er hat es nicht wirklich geschrieben. Ja, es ist in diesem Fall ein bisschen komplizierter. Aber wurscht, okay. Aber es geht um Spleens, oder was? Ja, es geht um Spleens, okay. Oder Ticks. Ich kann keine Wurstzipfel essen, ist okay. So ein Spleen. Und als Teaser ein Buchrezensent, ihr wisst schon, was ich meine, hat geschrieben, ich will ein Kind von diesem Buch. Das war zufällig Jan Böhmermann. Ja gut, der sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, genau. Richtig. Also, ja, für die nächste Folge wird das besprochen. Ich müsste da sein. Und Jan Böhmermann ist eingeladen. Ja, oh nee, die Sicherheit... Das ist gerade im Urlaub, hat nichts zu tun. Ja, aber die Sicherheit können wir nicht gewährleisten. Also, da kommt noch ein Erdogan um die Ecke dann. Ja. Ich glaube, das Politikfass machen wir besser nicht auf. Nein, die Woche. Machen wir nächstes Mal beim. War, glaube ich, eine üble Woche. Ja. Ja, die nächste Woche vielleicht dann Legoland hätte ich zu berichten. Ich hätte als Rausschmeißer einen Musiktipp, einen geklauten, von unserer Zuckerbäckerin geklaut. Okay. Und zwar ist es ein österreichischer Musiker, den ich bisher noch nicht kannte, namens Waldeck. Ja. Und um zu beschreiben, fange ich an bei was man vielleicht eher kennt. Das ist der Max Rabe. So die Musik aus den 20er, 30er Jahren so ungefähr, die ist ja dort relativ, ich würde sagen, fast orchestral und klassisch interpretiert. Er singt zwar ziemlich schräg, die Sachen, aber die Musik ist an und für sich relativ nah, glaube ich, wie es damals gespielt worden ist. Mhm. Orchester. Und ähnliche Nummern, teilweise sogar die gleichen Nummern, nimmt auch der Waldeck auf, aber in einem ganz anderen Stil. Nämlich, ich würde sagen, groovy und jazzy, also und modern interpretiert. Und ich bin ziemlich positiv überrascht, was ein Österreicher zusammenbringt auf Musik-Ebene. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Na, höre ich ganz gerne in letzter Waldeck, Zeit. Waldeck, oder? Waldeck, ja. Ja, ich glaube, die gibt es schon länger. Ich weiß nicht, ist es nur einer oder sind das nicht zwei? Der Name Waldeck ist nach einer Person. Okay. Es gibt da die Wikipedia-Seite dazu. Vorname fällt mir nicht mehr genau ein. Ich glaube, Christoph, bin aber nicht mehr ganz sicher. Okay. Werden wir schauen, werden wir verlinken. Ja, genau. Ich glaube, sagt mal was. It rings a bell. Ja. Ich auch recherchieren und anhören. An dieser Stelle Blog-Empfehlung, nämlich Janas Blog von der Zuckerbäckerin. Sie hat immer sehr schöne, also so Rezepte, aber auch immer sehr schöne, was sie im Internet gerade gelesen hat. Also so sehr. Hat mich heute coole, schon enttäuscht. Ich habe nämlich heute, Muffins backen wollen, aber ich schau mal bei ihr vorbei für ein Rezept. Ich habe auch Muffins gebacken, aber dort war nichts Gescheites zu finden, was nicht irgendwelche super fancy Zutaten gehabt hätte. Also, nein, ist super, die Seite. Cannabis, Frau. Cannabis. Also Aufruf, einfaches Muffin-Rezept, Jana. Mit Tiefkühl-Heidelbeeren. Eine Zutat. Ja, da könntest du einen Käsekuchen-Muffin machen. Gefüllt sind, mit ich wollte sie ja mitnehmen eigentlich, deswegen habe ich sie gemacht, aber sie sind mir komplett verunglückt. Das ist aber cool. Ich habe so ein Backpulver verwendet, das ist ein komisches, das glaube ich nicht so toll ist. Muss ich sie sind jetzt 4 Meter groß und lassen dich nicht mehr in die Wohnung. Und du meinst einen Hausschwamm? Und mobben dich. Die Heidelbeeren schießen so raus, die man nicht mehr rauskriegt. Ja, Plants vs. Zombies, ne? Harald und die Monster-Muffins, das wäre doch eine schöne Comic-Serie. Wieso Comic? Genau, eine TV-Serie.
Richtig. Hm. Na gut, machen wir Schluss, oder? Würde ich sagen. Jo. Bitte. Jo. Gut. Na dann, bis kommende Woche. Und so. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.